Hallo, mein Name ist Aquila und willkommen zum letzten Video des Jahres 2023. Ich wollte es eigentlich schon letztes Jahr machen, so eine Art Jahresabschlussvideo, kam aber gar nicht dazu und ich hatte gehofft, ich könnte in den ganzen Kanalupdates, in den Streams ein bisschen zu euch sprechen, aber das hat sich nie so wirklich ergeben, dass das dann länger was war. Das waren immer Updates für spezielle Themen, wir kamen nie so wirklich ins Gespräch. Auch in den Streams, da ist meistens so viel Action, dass wir ganz gebunden sind ans Spiel und mal so ein bisschen persönlich sprechen, einfach mal ein bisschen Sachen in Revue passieren lassen. Das mache ich gerne und ich denke auch, dass das gesund ist, aber wir kommen einfach nicht dazu. Und deshalb fliegen wir jetzt hier gerade im Flugsimulator von Riga nach Barcelona. Ist knapp 3 Stunden die Strecke, das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Zeit mitgebracht, das heute mal zu machen. Und einfach mal ein bisschen zu quatschen über das letzte Jahr, über meine Pläne, über alles Mögliche, über eure Pläne vielleicht sogar, was immer uns hier gerade so interessiert. Und wir sind über den Wolken, da kann uns nichts passieren. Und ich denke auch hier in dem Gespräch, da kann uns gar nichts passieren. Und ja, 2023, ein Jahr, auf das, muss ich sagen, ich echt stolz bin, was mich angeht. Gar nicht aus YouTube-Gründen, aus finanziellen Gründen oder generell ökonomischen Gründen. Überhaupt nicht deshalb. Das Jahr 2023 war einfach ein Jahr, das für mich echt gut lief. Einfach persönlich, mental. Ich habe dieses Jahr echt genossen. Und das trotz allem. Ich habe es echt genossen und es ging mir gut und es geht mir gut. Ich fühle mich gerade echt wohl. Ich bin sehr froh mit dem Platz, an dem ich bin. Ich bin sehr froh, da zu sein, wo ich bin. Ich finde, ich bin genau richtig da, wo ich bin. Und es war ein Jahr, in dem es keine Löcher gab. Das war eine große Ausnahme im Vergleich zu den anderen Jahren. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich niemand, der gerne über sowas quatscht, normalerweise. Ich habe es versucht, mal hin und wieder anzuteasen in einigen der Updates. So generell einfach der Talk über Mental Health und so, das sind einfach Themen, die werden oft so ein bisschen totgeschwiegen. Aus verschiedenen Gründen und klar, ist auch sehr privat, aber ich bin froh darüber, wenn ich darüber reden kann, dass es auch Siege gibt, dass man Erfolge hat, auf die man stolz sein kann. Und ich fand, dieses Jahr war ein Jahr, das war echt super. Ich fühle mich echt gut und es gab wenige Downs und dafür nur Ups. Und das war toll im Vergleich zu den Jahren davor. Da gab es immer mehr Wellen und da war das schwierig, gerade auch jetzt in Bezug auf den Kanal. Ich hatte immer große Angst, man merkt das vielleicht, wenn es einem eben mal nicht so gut geht. Ich kann leider aufgrund der Art des Contents, den ich mache, die Art der Videos, die ich mache, nämlich Echtzeit-Games, Supremacy, Call of War etc., mir nur selten Pausen nehmen. Ich kann nicht mal sagen, ey, heute und morgen, ach, mir geht's aber nicht gut, ich nehme mir mal frei, ich mache mal keine Videos. Das kann ich vielleicht einmal machen, aber wenn irgendwas Wichtiges passiert, ich muss aufnehmen. Ich habe nicht den Luxus, einfach mal einmal die Woche aufzunehmen, wenn es mir gut geht. Ich muss theoretisch täglich aufnehmen und sogar teilweise mehr als ein Video. Und da ist man natürlich selbst ein sehr großer Kritiker von sich und denkt dann, oh, das war heute aber nix. Und das passiert mir öfters, dass ich mir denke, das Video heute, ich würde es gerne nochmal machen. Aber das kann ich nicht wirklich, obwohl es jetzt irgendwie nichts war. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war nicht auf dem gleichen Level. Und das zieht einen dann noch mehr rein. Also man ist bereits negativ gestimmt, ist einfach nicht der richtige Tag, ist ein Loch aufgegangen und dann macht man ein Video und denkt sich, das war irgendwie jetzt nicht so gut, oder? Das war irgendwie nicht mein Ding. Aber am Ende gefällt es doch allen und dann ist es doch ein gutes Video geworden und keiner hat irgendwas auszusetzen. Und dann ist es doch irgendwie schön und dieses Jahr war es eigentlich nur schön. Und darauf bin ich echt stolz. Das war ein großer Schritt und ich hoffe auch euch gelangen große Schritte oder zumindest einfach eine Ebene, ein schönes Jahr. Ist nie ganz einfach. Ist immer eine sehr schwierige Sache, aber ich denke, wir alle haben da Dinge, auf die wir stolz sein können. Und da war dieses Jahr wirklich ein tolles Jahr. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch dem Kanal und vor allem euch echt dankbar, denn ihr seid ein großer Teil davon. Ihr seid ein echt großer Teil meiner Zufriedenheit aktuell und auch der letzten 1,5 Jahre. Der Kanal ist ja bereits jetzt fast 2 Jahre alt, was schon wirklich viel ist, muss ich sagen. 2 Jahre lang begleitet mich das schon und ich hatte auch damals seinerzeit diese Entscheidung getroffen, den Kanal aufzumachen. Ich wollte schon länger einen machen, weil ich eben diese extra, wie sage ich das, Disziplin klingt so harsch. Ich wollte diese extra Aufgabe haben. Irgendwas, das ich nur selbst mache, das nur mein eigenes Ding ist. Da kann mir keiner reinreden. Und das mache ich und das muss ich dann machen. Da habe ich dann meine Ziele, da habe ich meine Pläne und diesen Plänen möchte ich einfach folgen. Und genau dafür war dieser Kanal gedacht und er war somit
ein kreatives Outlet. Ich kann hier meine Dinge machen, ich rede sehr gerne, aber er war eben auch so ein bisschen einfach die Möglichkeit für mich, irgendwie was zu tun zu haben, noch in der Freizeit. Nochmal eine extra Sache, wenn immer ich irgendwie gar nichts vorhabe, dann kann ich mich hinsetzen und ein Video machen. Ich bin eh schon so ein bisschen so ein Hermit. Ich bin nicht unbedingt der sozialste Mensch, was überraschend wirken mag, vielleicht für einen YouTube-Kanal, aber ich bin tatsächlich kein großer Rausgeher, was große Menschenmassen angeht. Ich gehe gerne aus, aber ich bin nicht der sozialste Mensch unbedingt. Das mag man gar nicht glauben. Aber somit gab eben YouTube mir eine Option, trotzdem was zu machen, vor allem was Sprechen und Kreatives angeht und das ohne eben gestresst zu sein. Und dafür hat es gut funktioniert. Sehr gut sogar. Und dieses Jahr hat das gezeigt. Und das, obwohl es eben sozial ist. Ist ja eigentlich eine soziale Tätigkeit. Ich muss mit Leuten reden, Kommentare, ich spreche hier theoretisch vor Tausenden und es klappt. Und darauf bin ich auch irgendwie echt stolz gewesen. Das hat dieses Jahr richtig gut funktioniert. Und jetzt ist 2023 vorbei und der Kanal ist so groß wie nie. Wir haben jetzt gerade 7300 irgendwas Abos. Das ist eine ganze Menge, ne? Das fängt man an zu grübeln irgendwann, ob einem das so gefällt oder nicht irgendwie. Da bin ich schon immer so ein bisschen, ich weiß nicht, bin ich scared, weil am Ende habe ich die Zahl gar nicht im Griff. Wisst ihr, ich nehme auf und lade das hoch und dann wird das geguckt und auf einmal gehen die Zahlen hoch und die sind jetzt höher, als ich sie mir jemals erträumt hätte. Und die Zahlen steigen weiter und die Prognosen sehen auch entsprechend aus. Und da denkt man schon, boah, bin ich da eigentlich richtig? Ist das eigentlich jetzt der Ort, an dem ich sein sollte? Weil, naja, es ist eine große Zahl. Und ein Thema, das mich oft interessiert und das ich oft auch sehe, auf YouTube gerade vor allem, ist, dass Leute sagen, ich bin doch kein Vorbild. Bitte nehme mich nicht als Vorbild, ich bin keins. Seht mich nicht als Idol an. Meistens, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder wenn irgendwas Kritisches gewesen ist, dann sagen Leute, ja, aber ich bin ja kein Vorbild. Also nehmt mich nicht als solches. Bitte beurteilt meine Aktion nicht, ich bin ja gar kein Vorbild. Und ich kann verstehen, woher diese Aussage kommt, sehr sogar, weil manche wollen das wirklich nicht. Die wollen kein Vorbild sein, die meisten bestimmt sogar. Denken nicht aus vielleicht Bescheidenheit oder aus anderen Gründen, dass sie ein Vorbild sein sollten. Verständlich. Und auch ich würde vielleicht ganz gerne keins sein. Aber diese Wahl hat man einfach nicht. Und das ist sogar unabhängig von YouTube. Wenn du irgendwie im Leben existierst, du hast Familie, Geschwisterkinder, was auch immer, du hast selbst vielleicht Kinder sogar, du hast einen Bekanntenkreis, egal was, Leute werden dich als Vorbild sehen. Du wirst ein Idol sein für irgendjemanden. Auf jeden Fall. Und du weißt es meistens gar nicht. Du weißt es nicht. Keiner sagt dir das. Aber du bist es. Und selbst die andere Person weiß es oft gar nicht, weil Leute einfach gewisse Verhaltensmuster, Sprachmuster, gewisse Dinge einfach kopieren. Dinge, die sie toll finden an dir, die kopieren sie, weil sie wollen genauso sein wie du. Und somit bist du immer ein Vorbild, du kannst es nicht vermeiden. Also auch wenn du nicht bekannt bist, wenn du einfach nur irgendjemand bist, du bist immer ein Vorbild für irgendjemanden, 100%. Jemand sieht in dir einen tollen Menschen, selbst unterbewusst und will so sein wie du, will gewisse Dinge von dir übernehmen und somit kann man sich dieser Verantwortung, die man hat, nicht entziehen. Es wäre zu leicht, das geht aber nicht. Du bist immer irgendjemand, auf den jemand heraufschaut, von dem jemand Dinge kopieren möchte, aus dem guten Willen heraus. Und natürlich ist auf YouTube das Ganze nochmal viel, viel stärker, weil hier hast du ja eine große Basis an Leuten, die auch wirklich entschieden haben, dir zu folgen, dir zuzuschauen, dir Zeit zu schenken. Und wenn ich dann Kommentare lese, auch dieses Jahr wieder, wie, wow, du bist mein Lieblings-YouTuber oder ich schaue mir jedes deiner Videos an, jeden Tag immer um Punkt 1 schaue ich mir das Video an, da denkt man schon, boah, das ist schon krass, da kribbelt es ein bisschen irgendwie. Da ist man schon echt, also da bin ich ganz, wow, da kann ich gar nicht richtig drüber nachdenken, weil das so heftig ist, dass man diese Person für jemanden ist, dieser eine YouTuber oder so, ne? Weil jeder von uns hat jemanden dieser Art, irgendeinen Content, den er gerne anschaut, irgendeine Sache, eine Komfortsache, die er gerne anschaut und sich dann freut, wenn das neue Video draußen ist. Und dass ich jetzt dieser Mensch bin für andere, das ist natürlich schon krass. Und man ist ja auch, wie gesagt, sehr, sehr schnell sein eigener größter Kritiker und ich besonders, Imposter-Syndrom und so, dann denkt man natürlich schon, boah, bin ich da eigentlich richtig? Und ist das überhaupt okay? Sollte ich diese Art von Mensch sein? Und ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht nicht, aber ich weiß, ich habe keine Wahl. Und deshalb finde ich so wichtig, dass alle Menschen sich der Sache bewusst sind, eben dass sie Vorbilder sind, dass ihre Verhaltensmuster, ihre Sprechmuster, was auch immer, dass all das eben für Leute inspirierend sein kann und ist,
dass es eben deshalb so wichtig ist, sich einfach im besten Licht zu geben, dass man ein gutes Verhalten zeigt und dass ich der Verantwortung, die ich hier habe, mir bewusst bin. Und ich finde, das ist eine gute Übung auch. Man gibt sich Mühe. Und klar, es ist sehr schwierig, das zu begreifen, irgendwie in dieser Position zu sein. Wenn ich mir die Zahlen angucke, ist es absurd. Mehrere Millionen Views schon und Tendenz steigend. Ja, das ist immer noch das große Thema. Ich weiß nicht, wohin das führt. Das ist der Punkt. Ich weiß nicht, wohin das führt. Und wenn ich mir so die Prognosen angucke, ich versuche mich nicht von Zahlen leiten zu lassen unbedingt, aber na klar, man guckt irgendwann mal auch schon drauf. Wenn ich mir die Prognosen anschaue, puh, da ist noch einiges offen. Und so viele unerwartete Dinge können ja auch passieren. Dieses Jahr zum Beispiel war alles relativ normal und linear gewesen. Und dann auf einmal Ende November, da kam das Event mit Bytro wieder rauf, das Supremacy-Event, der jährliche Stream. Der war ja schon letztes Jahr ziemlich cool gewesen. Dieses Jahr war wieder geplant. Und auf einmal lade ich die Supremacy-Webseite neu und da poppt eine News-Nachricht auf und siehe da, steht mein Name ganz oben, dass ich einen Stream mache bald mit dem Game. Und da rutscht einem erstmal das Herz in die Hose so ein bisschen, wenn man das sieht, weil das ist mitunter mein Favorite-Game und auf einmal steht da mein Name mit einem Link zu meinem Kanal und also schon, da kribbelt es ein bisschen, da kriegt man Gänsehaut. Muss ich sagen, da war ich echt, boah, das habe ich gar nicht erwartet, das konnte ich gar nicht wirklich begreifen direkt. Das war nämlich nicht angekündigt, so dass das passieren wird. Da bin ich erstmal ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe, dass ich da in meinem Lieblingsspiel einfach mal auftauche, so namentlich erwähnt in der Nachrichtenanzeige. Das war krass. Und dann, noch krasser, war die Reaktion darauf, weil ich dann natürlich nicht das erstmal verstanden habe, was das heißt und ich bin nach meinem Tagesablauf nachgegangen, ich habe einfach meine Dinge gemacht, war dann irgendwann zu Hause, YouTube angemacht und mal reingeschaut und auf einmal sehe ich dann da eine Abozahl, denke mir, ha, die war doch noch anders gewesen. Habe ich so viele Abos gehabt? Das war dann meine Zahl gewesen. Irgendwie 6000 irgendwas. Wo war ich denn gewesen? Weil ich habe meistens eine ganz gute Idee davon, wie viele Abos ich habe, weil ich jeden Tag reingucke und die Zahl steigt jeden Tag so um 5 bis 10. Deshalb bin ich dann mal ganz gut informiert und dachte mir, ach, was ist doch komisch hier, war das immer schon diese Zahl? Und dann gucke ich da rein in meinen kleinen Tracker und sehe auf einmal irgendwie 400 plus Abos an dem einzigen Tag, heute schon. Und ich bin komplett vom Stuhl gefallen. Ich habe das gar nicht verstanden. Und dann hat es wieder Klick gemacht. Ach so, klar, der Newsartikel. Und dachte ich mir, wow. Und das war dann der größte einzelne Sprung in Abos an einem Tag ever in dem Kanal, in der Kanalgeschichte. Und es ging noch weiter dann. Es waren dann über 500, auch wenn die Zahl ein bisschen korrigiert wurde, weil YouTube ganz gerne mal gemein ist und die ganzen inaktiven Kanäle entfernt. Haben sie genau dann gemacht und mir ein paar Abos genommen, aber es ist natürlich vollkommen fair. Aber das ist natürlich dann schon krass, ne? Und dann beginnt man auch zu grübeln, will ich das eigentlich? Will ich eigentlich, dass mein Kanal noch größer wird? Weil ich habe ja Spaß. Also alles, was ich mache, das mache ich ja bereits. Also ich bin ja genau da, wo ich sein möchte eigentlich. So im Sinne von, ich tue halt meine Tätigkeit hier, meiner Tätigkeit nachgehen. Ich tue das, was ich mag. Ich habe mein Videopensum täglich. Ich lade hoch jeden Tag. Ich habe noch nie einen Tag ausgelassen, noch nie. Wir haben jeden Tag Videos hochgeladen, seit dem 1. März 2022, jeden einzelnen Tag. Und die Hälfte der Tage sogar 2 Videos. Viele Projekte am Laufen, noch dann die extra Streams dazu. Also ganz, ganz viel machen wir hier und noch mehr wird kommen. Also es wird noch eher steigern, das Pensum. Aber bin ich nicht eigentlich schon zufrieden damit, wo ich bin? Und wenn ich daran so nachdenke, da bin ich schon so ein bisschen auch verunsichert, sage ich mal, so über die Zukunft. Zum Beispiel, wenn jetzt mein Kanal nochmal richtig weiter explodiert. 100.000, 500.000. Wenn ich mal irgendein Spiel spiele, das auch populär ist. Also richtig groß populär ist, ne? 1 Million Abos. Will ich das eigentlich? Also will ich bekannt sein? Da bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, tatsächlich. Also, weil das einfach schon so ein bisschen Matsch irgendwie. Aber ich weiß auch, ich habe es am Ende nicht im Griff. Ich kann das nicht einschränken. Aber wenn ich jetzt morgen aufwache und der Kanal hat 1 Million Abos, mache ich mich einfach zu. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich denke, da muss man einfach reinwachsen, auch so ein Stück weit. Und ich denke, das zeigt auch, warum gewisse oder einige Persönlichkeiten, die wir so kennen, da echt Probleme mit haben. Weil wir da halt nicht, also das ist ja nicht eine Ausbildung. Du wirst ja nicht YouTuber irgendwie als Job. Du machst das ja nicht irgendwie mit einer Bewerbung und wirst das dann, bist dann genau darauf trainiert. Das machst du eben einfach mal so. Und dann hat eben einer von 1000 Glück oder was auch immer und kommt halt durch und bei dem klappt's und der schießt dann hoch mit den Zahlen und auf einmal ist der populär. Das kann nicht jeder.
Und da hat man natürlich schon Angst. Krieg ich das eigentlich hin? Könnte ich das? Ich denke mal, ich lasse mich einfach überraschen. Solange es noch geht. Der Kanal wächst weiter. Und ich stelle mich dem einfach und hoffe, dass ich derweil einfach ein gutes Bild abgebe. Übrigens, euer Bildschirm ist nicht dreckig. Das ist das Fenster hier. Ist ein bisschen dirty. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist ein bisschen dreckig. Ich wollte gerade auch bei mir wegwischen, aber es ist das Fenster. Das ist ein bisschen dreckig hier, das Fenster. Aber das ist okay. Da werden wir mal nicht drauf achten. Aber genau, ich stelle mich dem einfach mal. Denn das lief bislang eigentlich immer ganz gut. Und irgendwie wird's schon. Das ist immer so meine Devise gewesen. Irgendwie wird's schon. Und auch irgendwie, ich schaue immer nur so die nächste Woche oder zwei. Weiter gucke ich gar nicht. Die nächste Woche ist so meine Vorausplanung. Alles Weitere, das zeigt sich dann. Ist nicht unbedingt gut. Bitte macht das nicht nach. Ne? Idol und so, macht das nicht nach. Aber das war immer so meine Devise. Einfach die unheimlichen Sachen der Zukunft, die kommen dann irgendwann. Aber das ist eh noch so weit weg, dass, ne, das Hier und Jetzt ist wichtig. Das ist zwar ganz schön, weil ich dadurch vermeiden kann, mich fertig zu machen wegen irgendwelchen Zukunftssachen, aber gleichzeitig lässt es einige Konflikte so ein bisschen ungelöst da. Das ist ein bisschen doof, wenn es dann darauf ankommt, aber vielleicht kommt es ja gar nicht darauf an, ne? Wer weiß. So, haben wir das auch mal gesagt. Aber ja, ich bin natürlich so ein bisschen einfach in Gedanken über die ganzen Sachen, die ich hier noch machen könnte, weil ich habe wirklich viel Spaß. Aber ich weiß auch, dass ich aufpassen muss wegen Dingen wie Burnout, die ja auch auf YouTube sehr präsent sein können und auch sind. Ich kenne Leute, die wirklich einfach an der YouTube-Arbeit sich verbrannt haben, weil man sehr schnell in sehr ungesunde Pattern reingeht. Das war auch so, als ich angefangen habe hier. Da war der Anfang sehr euphorisch. Dann kam die große Explosion mit YouTube und also als dann mein Kanal richtig hochging mit den Zahlen. Da wurde dann alles sehr populär. Da war Supremacy richtig im Kommen und dann waren die 1000 erreicht innerhalb von einem Monat, war ziemlich krass. Und in dieser Phase habe ich gedacht, okay, cool, aber das heißt eben, ich muss das jetzt machen. Also Supremacy, das wollen die Leute sehen. Airline Sim und Hearts of Iron bockt keine Sau. Das heißt, wenn ich das jetzt machen will, so, dann wird es wohl Supremacy sein, sogar täglich. Kriege ich das eigentlich hin? Kann ich das? Weil klar, ich muss dann jeden Tag aufnehmen, jeden Tag hochladen und das Rendern davon auch und dann editieren und alles reinsetzen, Vorplan, Titel und so, Thumbnail, alles muss passieren jeden Tag. Da kann ich nicht einfach mal am Sonntag mich hinsetzen, die ganze Woche vorplanen und dann zurücklehnen, weil ich weiß, viele machen das so, die gucken eben nicht jeden Tag rein und machen sich dadurch nicht fertig, aber ich habe diesen Luxus nicht, ich muss jeden Tag reinschauen, weil ich eben die Videos vorproduzieren muss. Und dadurch war gerade am Anfang für mich sehr viel Stress mit YouTube verbunden, weil ich dann doch so ein bisschen überlegt habe, ja gut, jetzt mache ich das, aber jetzt sind 2 Wochen ins Land gegangen und irgendwie der Stress ist richtig hoch. Ich muss jetzt jeden Tag aufnehmen, ich kann gar nicht wirklich die Tage verplanen, weil ich weiß, dass ich jeden Tag abends einmal irgendwie eine halbe Stunde oder so in die Hand nehmen muss, um hier meine Videos zu machen, mindestens. Also einfach nur um aufzunehmen und zu rendern, dann auch YouTube checken, die Titel machen, alles reinpacken, Thumbnails. Und ich muss ja auch noch Supremacy spielen. Das ist ja nicht nur während der Aufnahmezeit, ich spiele das den ganzen Tag. Das heißt, wenn ich quasi jetzt mal wie 2 Serien aktiv habe, am besten noch eine große Karte, die richtig schwierig ist, dann bin ich ordentlich beschäftigt. Dann bin ich ja wirklich da nicht nur jeden Tag mindestens 2 Folgen, also irgendwie 15 Minuten zweimal, also eine halbe Stunde am Aufnehmen alleine schauen. Ich muss noch rendern, ich muss noch alles dann hochladen und editieren und dann muss ich auch noch spielen. Das heißt, ich kann mir da gar nicht frei nehmen. Da bin ich dann für 2-3 Monate am Stück einfach komplett beschäftigt. Klar kann ich mal einen Tag vielleicht rausnehmen, wenn es mir nicht gut geht, wenn nichts passiert, aber ich bin mehr oder weniger den ganzen Tag, die ganze Zeit dann irgendwie beschäftigt. Und das war am Anfang, bevor ich Routine hatte, richtig schwer. Das war wirklich schwer, weil ich halt nicht wusste, okay, kann ich das überhaupt stemmen, diese Leistung? Kann ich das jetzt für die nächsten Monate, die nächsten Jahre einfach so machen? Werde ich noch, bis ich hier 80 bin, in irgendwie ein paar Jahrhunderten, immer noch hier sitzen und sagen, hey, willkommen zu Folge 5063. Das wird ja nicht passieren, oder? Aber vielleicht doch. Also gibt es da irgendwie ein Endgame? Was ist denn der Plan jetzt hier? Kann ich nur dieses eine Spiel spielen, das war's? Ich war so ein bisschen besorgt. Und dann war ich auch schon gefühlt kurz vorm Burnout. Und dann kam zum Glück einfach die Routine rein. Dann kam so ein bisschen einfach das Gefühl dafür rein, dass ich jetzt das doch mache und das klappt irgendwie auch. Und dann konnte ich mir auch Pausen nehmen durch gute Vorproduktion. Und habe ich auch jetzt gemacht, für Weihnachten, für Neujahr habe ich mir Pausen genommen, dass ich quasi genug Folgen habe für die Zukunft und dadurch jetzt eben
die letzten zwei Wochen mir komplett freinehmen konnte, was sehr schön war. Aber trotzdem, ich bin so ein Number-Freak. Ich gucke immer auf die Zahlen. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht tun, aber ich gucke mir jeden Tag alles an. Ich möchte alles sehen. Ich möchte sehen, wer hier guckt. Ich will das einfach verstehen. Ich möchte verstehen, warum und wie. Gar nicht mal, weil ich es irgendwie exploiten möchte. Ich könnte viel bessere Sachen machen. Da gibt es ja ganz viele Best Practices für irgendwie Search Engine Optimization und so, also um seine Videos richtig, richtig toll zu machen. Und wenn ich dann meine Thumbnails mache, sagen sie immer, ey, pack doch mal deine Fresse da rein. Das sieht ja richtig cool aus mit so einem großen Gesicht, ne? Mit irgendwie einer starken Emotion. Da gucken alle dann, das will ich doch gar nicht. Das will ich überhaupt nicht. Das möchte ich nicht. Das ist irgendwie dann nicht so mein Ding. Also ich tue gar nicht alles, damit der Kanal so richtig, richtig erfolgreich ist. Ich will einfach Spaß haben. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich einfach meine Prinzipien verkaufe, dann war das irgendwie doch nicht alles das wert, oder? Weil dann macht das ja was mit mir. Dann kontrolliert der Kanal ja mich und nicht umgekehrt. Und ich habe das Gefühl, da wäre ich irgendwie falsch, wenn das so wäre. Das wäre dann irgendwie der Punkt, wo ich die Reißleine ziehen möchte. Und das muss ich auch sagen, das ist ein Prinzip, bei dem ich immer noch stehe, dass ich sage, wenn ich hier an irgendwas nicht Spaß hätte, wie eben auch Supremacy, dann würde ich morgen damit aufhören. Wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, mir macht Supremacy keinen Spaß mehr, ich möchte nicht mehr aufnehmen, dann würde ich es auch nicht tun. Auch wenn das dann das Ende von allem hier wäre. Mir macht es aber Spaß und daher mache ich weiter. Aber ich würde aufhören, es aufzunehmen, wenn ich keinen Spaß mehr hätte. Klar würde ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag Supremacy spielen seit 2 Jahren. Das ist eventuell ein bisschen much, aber ich mag das Spiel genug, um damit vollkommen fein zu sein. Und mache das deshalb hier gerne. Und ich kann das inzwischen zeitlich sehr gut managen. Ich brauche viel weniger Zeit für all meine Aufgaben. Ich kann das immer jeden Tag ohne Probleme machen oder jeden zweiten Tag. Oder eben aufnehmen, schneiden. Das geht alles jetzt super schnell, weil ich eben einfach erfahrener bin und nicht mehr viele Versuche brauche oder so. Und dadurch ist das jetzt schon ein bisschen besser geworden. Also, solange ich das hier mache, könnt ihr euch sicher sein, ich mache hier nur Dinge, denen ich Spaß habe. Und ich denke, das ist einfach auch sehr wichtig, weil ansonsten, das würdet ihr, glaube ich, merken. Das würdet ihr sicher merken, wenn ich irgendwas spielen würde, dass ich einfach keinen Bock habe. Wisst ihr schon, wie viele E-Mails ich bekomme von irgendwelchen Publishern, die mir irgendwelche Games andrehen wollen, damit ich die zocke? Ich antworte meistens gar nicht. Aber wenn es halt, weil die meistens auch Massen-E-Mails sind. Aber wenn es eben irgendwas ist, was wirklich toll ist, dann spiele ich das auch. Wir haben letztens hier, wie hieß es, U-Boat, das haben wir gespielt. Das U-Boot-Jagdspiel, das neue von Dedelic. Und das habe ich gespielt, weil ich Bock drauf hatte und richtig Spaß auch drin hatte dann. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich wollte immer sowas mal spielen und genau das war eben meine Art von Game und deshalb habe ich es gespielt. Nicht, weil da irgendein Deal war, weil da irgendwas war. Ich hatte einfach Bock drauf. Und genau so wird das auch für alles andere hier laufen. Wenn ich jetzt eines Morgens aufwache und sage, boah, ich will nie wieder Supremacy spielen, dann würde ich damit auch morgen aufhören. Aber solange ich hier spiele, könnt ihr euch sicher sein, ich habe richtig Spaß am Game. Und ich bin gerade auch, muss ich sagen, richtig gespannt darauf, wieder anzufangen aufzunehmen. Also immer wenn ich Pausen mache, wenn ich mal für ein paar Wochen Auszeit habe, dann will ich irgendwie auch wieder aufnehmen. Also nicht mehr das Spielen an sich ist das dann das Beste. Ich liebe es einfach, das aufzunehmen. Ich liebe es, damit euch dann gemeinsam die Serien zu spielen, euch das zu zeigen, eure Reaktionen zu sehen. Ich habe da richtig Spaß dran. Also wirklich, dieser Community-Aspekt macht mir unfassbar viel Spaß. Und der erschlägt einen auch teilweise so ein bisschen, muss ich sagen. Wir hatten ja Streams gehabt, einige, die übrigens echt toll waren. Wir hatten wirklich viele Streams gehabt. Und jetzt haben einfach Leute begonnen, da so ein bisschen zu donaten und Mitgliedschaften zu verschenken. In auch teilweise größeren Geldbeträgen. Das war dieses Jahr ziemlich krass, auch in den Minecraft-Streams und so. Da muss ich sagen, da war ich echt überrascht von. Oder was heißt überrascht? Ich war sehr... Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das hat man sicher auch gemerkt. Aber dann kamen da eben einfach mal Donations rein oder irgendwelche Mitgliedschaftsschenkungen, irgendwie 10 Memberships im Wert von dann insgesamt, was weiß ich, 50 Euro. Da bleibt einem kurz die Luft weg. Da war ich überhaupt nicht bereit für. Ich dachte halt, ja, das ist halt verfügbar und dann macht es eben einmal im Jahr einer. Ist ja auch kein Muss. Und die Membership ist ja auf dem Kanal auch sehr basic. Also ich kann leider nicht sehr viel bieten, weil ich eben zeitlich schon sehr ausgelastet bin. Die Membership umfasst ja aktuell primär eben nur, dass man eingeladen wird, wenn ich mal wieder einen Slot habe für irgendwelche Community-Karten, dass man eben dann da einen Slot bekommt und so, also und für eben die Länderwahl, aber viel ist es nicht, das heißt, man muss sich schon dazu entscheiden, dass es einem die 5 Euro auch wert sind, was ich niemals erwarten würde und wenn das Leute machen, denke ich mir, boah,
Das ist krass. Ja, das ist heftig, dass man dann echt so einen Effekt auf jemanden hatte, dass er eben sagt, ey, ich nehme mir mal 5 Euro in die Hand und die gebe ich jetzt ihm dort und nicht einem anderen, viel cooleren YouTuber. Das, muss ich sagen, hat mich dann doch sehr umgehauen. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich da Danke sagen soll, weil das ein sehr krasses Gefühl ist. Das ist ja quasi Trinkgeld und davon eine ganze Menge, das ihr gar nicht geben müsst. Das ist ja kostenlos, alles hier. Ich könnte ja alles, ist ja alles für euch frei verfügbar. Ist mir auch egal, ob ihr Adblockt oder nicht. Das ist mir wurscht, weil da hat jeder seine eigenen Präferenzen für, wie er seinen Content genießt und ich kann es verstehen. Ja, ich mache meine Werbung extra aus. In den Streams zum Beispiel habe ich alles ausgeschaltet. Ich habe gehört, dass YouTube trotzdem Werbung schaltet. Ich verdiene nur nichts daran, aber nee, das ist mir eben auch alles dann am Ende vollkommen wurscht, wie ihr da am liebsten schaut. Aber dann, wenn Leute den extra Weg gehen und das machen, da muss ich sagen, da habe ich keine Ahnung. Also in den Streams merkt man das sicher sehr. Ich weiß einfach nie, was ich sagen soll. Ich bin dann immer da und sitze da wie so eine Pflaume und kann einfach nichts sagen, weil, ja, danke schön, ne? Ey, Bruder, danke dafür, danke für die Donation, ne? Keine Ahnung. Was sagt man da? Ich würde wirklich gerne aber die Hand schütteln oder so, keine Ahnung, aber ich kann es ja nicht. Und das ist auch so ein bisschen einfach irgendwie generell das Problem, Interaktion, weil ich da einfach nicht gut drin bin. Ich bin nicht sozial und das ist schon eine Herausforderung und noch schlimmer ist es dann in echt. Und da wurde ich ja oft gefragt, hey, kommst du mal auf die Gamescom und so. Und da muss ich sagen, keine Ahnung. Ich würde gerne, aber boah, habe ich Angst. weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Also, das ist ja mit dem Gedanken, dass man mich da treffen möchte. Und das ist bislang noch nicht passiert. Und ich weiß nicht, wie ich in echt bin. Also, wie ich auf jemanden wirke unbedingt. Ich höre, dass ich nicht unbedingt so unfassbar spannend vielleicht bin. Beziehungsweise, ich bin sehr zurückhaltend. Das mag vielleicht so gar nicht wirken, wenn ich jetzt hier vor meinen Videos da quatsche und dann hört ihr mich da immer wie ein Wasserfall reden. Das ist ja so ein bisschen auch mein Markenzeichen inzwischen geworden. Ich finde es immer witzig, wenn Leute das kommentieren, dass ich ja rede wie am Stück hier. Das ist so und das wird auch sich niemals ändern. Das liegt übrigens daran, dass ich ADHS habe und Autist bin. Aber es darf keiner erfahren, ne? Nee, aber ich rede einfach sehr viel. Deshalb eben auch YouTube, damit ich mich da ein bisschen abreagieren kann. Aber das ist in echt nicht der Fall. Da muss ich schon sehr warm werden, um das zu machen. Und das ist jetzt hier so leicht, ne? Da, wow, mega cool YouTuber hier, ne? Kann voll gut quatschen, voll gut freihändig vor der Audience sprechen. In echt, nee. Das ist, also ich konnte in der Schule ganz gut Vorträge halten, das ging. Aber irgendwie sozialer Kontakt, boah. Und vor allem nicht auf einem Level, wo ich dann irgendwie da der YouTuber bin. Das ist ja ganz ungewohnt. Also, dass man dann quasi nicht direkt automatisch auf einem gleichen Level ist. Ich will ja auf jeden Fall auf dem gleichen Level mit allen Leuten sein. Ich denke überhaupt nicht, dass ich was Besseres bin, weil ich ein YouTuber bin. Das ist immer so eine Sache. Ich habe das Gefühl, da finden sich einige sehr, sehr geil. Ich finde nicht, dass man irgendwie über Leuten steht. Generell nicht. Ich finde, es sollte keine Klassenunterschiede geben. Aber auch, klar, ich verstehe, dass man so ein bisschen auch Leute irgendwie, eben wie ich auch vorhin erwähnte, als Vorbild sieht. Aber das heißt ja nicht, dass die irgendwie jetzt gottgegebene Wesen sind, die auch nicht falsch sein können. Ist auch immer wichtig, da sich so ein bisschen differenziert dann damit auseinanderzusetzen mit den Leuten, die man eben da hat, die man idolisiert, weil natürlich das am Ende auch nur irgendwelche Menschen sind, die auch richtig Mist machen können. Das weiß man nicht. Die können eine Fassade aufbauen, das weiß man auch nicht. Da muss man aufpassen. Aber auf jeden Fall wäre ich halt niemand, der irgendwie so fame ist. Also vielleicht ist man es irgendwann, aber ich kann das gar nicht sein und vor allem nicht in echt. Also dann irgendwie von jemandem angesprochen zu werden für ein Autogramm, boah, ich würde schmelzen. Ich würde schmelzen. Oder wenn jemand sagt, hey, ich kenne dich von YouTube. Was? Mich? Sicher? Irgendwo hinter mir vielleicht jemanden, ein besserer YouTuber? Ich weiß nicht, ich? Hallo? Das wäre total, ich weiß, also ich würde halt einfach gar nicht, ich könnte gar nicht, das wäre enttäuschend, glaube ich. Da muss ich sagen, da war ich mal so ein bisschen, da habe ich euch die Antwort verweigert, ob ich das machen würde jemals, weil ich nicht weiß, ob das so mein Ding ist, so unbedingt. Also so ein Meet and Greet, das wurde jetzt schon oft requested und genauso oft habe ich immer meine gleiche Antwort gegeben und die Antwort war einfach gar nichts, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich habe nicht mal eine Unterschrift. Also ich finde den Kanal vor allem. Ich habe keine Ahnung, was man da macht.
Und vielleicht denke ich da auch viel zu viel dran. Ich weiß, das muss ja auch gar nicht sein. Aber man sieht halt oft dann YouTuber so, die dann so ein bisschen größer sind als ich, die machen halt irgendwelche Sachen. Und klar denkt man daran dann auch. Ne? Ich hätte niemals dran gedacht, wenn es nicht aufgebracht worden wäre als Thema. Jetzt wurde es wirklich oft erwähnt. Also wirklich oft. Und ja, da denkt man schon dran. Ob man das irgendwie hinkriegt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin auch kein großer Fan davon tatsächlich, wenn Leute irgendwie auf großen Conventions, die nichts mit YouTube direkt zu tun haben, dann irgendwelche großen Meet and Greets machen. Das sehen wir auf der Gamescom immer wieder mal, dass dann irgendwie riesige Menschentrauben da durchmarschieren, weil ihr Favorite YouTuber gerade da unterwegs ist. Bin ich persönlich kein Fan von, weil es eben dann einfach das so öffentlich macht, ohne dass es gewünscht ist unbedingt. Das kann man ja irgendwie auch planen. Aber das ist jetzt, glaube ich, noch gar nicht meine Sorge für diesen Kanal. Ist eher für später mal. Ach ja, ja, irgendwie, da denkt man schon dran. Und einfach auch generell ist immer schwer zu sagen, wie ich so wirklich, also, ob ich das gut mache. Ja, man ist immer sein größter Kritiker. Ich bin sehr Impostor-syndromisiert. Wenn ich dann so meine Videos anschaue, denke ich mir, ja, war das jetzt gut? Und mögen Leute das wirklich? Und gebe ich auch vor allem genug zurück? Also wenn ich eben dann so eine Donation bekomme, bin ich da jetzt gerade eigentlich wirklich, also ist das jetzt fair? Habt ihr einen Spaß? Ist das für euch gut? Wer hat euch die Waffe in den Kopf gehalten? So ein bisschen immer diese Fragen, die man sich stellt. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin mit meinen Videos sehr zufrieden. Also man ist zwar immer selbst da sehr selbstkritisch, aber ich bin tatsächlich alles in allem mit meinem Content echt zufrieden. Also im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, das ist meinen Umständen entsprechend gut. Ich habe das Gefühl, das ist okay, es klappt, es ist halbwegs konsistent. Ich habe auch das Gefühl, ich lerne dazu. Wenn ich meine ersten Videos vergleiche mit den Videos jetzt, ich habe das Gefühl, ich werde immer langsam immer besser. Und meine Videos funktionieren okay. Ich finde, meine Sprache wird auch angepasster, wird flüssiger, wird stabiler. Und da bin ich natürlich schon so ein bisschen auch happy mit, ne? Dass das so gut funktioniert. Und das hilft, denke ich, auch mitunter dazu, so ein bisschen hier noch in besserer Stimmung zu sein. Und ja, ich schaue gerne voraus so auf die nächste Zeit tatsächlich, weil ich mich darauf freue. Es gibt Dinge, vor denen ich große Angst habe. Hürden, die kommen werden. Hürden, die ich selten anspreche. Hürden, die im Endeffekt primär mentaler Natur sind. Ich habe jetzt seit letztem Jahr, September, eine neue Therapie begonnen für Autismus und ADHS. Und die läuft jetzt schon eine Weile, eben seit diesem September letztes Jahr. Und die dauert deutlich länger, als ich gehofft hatte. Aber es gibt zumindest langsam guten Fortschritt. Also es ist besser, als es vorher war. Und ich denke, das ist schon mal so ein Punkt, auf den man immer stolz sein kann. Weil wenn man sich einen Graph anschaut, der immer wieder hoch, runter geht, auch mal mehr runter geht, aber im Endeffekt immer noch nach oben tendiert, immer noch am Ende bei einem höheren Wert ist als vorher, dann ist das Fortschritt. Also Fortschritt heißt nicht immer einfach nur für einen selbst oder in irgendeiner Weise, dass es immer nach oben geht oder exponentiell linear immer nach oben geht, ohne runter zu gehen. Ein Fortschritt hat eben auch Niederlagen und kleine Dips und Löcher als Teil davon. Du hast nicht immer diesen konstanten Fortschritt. Und genau so sehe ich das eben auch. Ich weiß, es gibt noch Herausforderungen, die ich überwältigen muss. Es ist noch nicht alles klar, wie es weitergehen wird und wie die Zukunft aussieht. Ich bin jetzt auch erst erwachsen und versuche das alles rauszufinden, wie das hier funktioniert. Aber man kommt langsam klar. Und da bin ich froh, weil ich eben merke, okay, es gibt gute Punkte, gute Fixpunkte, gute Checkpoints, die ich langsam überwältige und wo ich weiß, okay, da bin ich jetzt. Und jetzt, wo ich gerade bin, bin ich eigentlich echt zufrieden. Das kann man echt mal so sagen. Ich bin eigentlich gerade echt zufrieden. Klar, jetzt immer wieder Sorgen. Aber grundsätzlich, so der aktuelle Moment, die Momentaufnahme und auch die Aufnahme des letzten Jahres, war durchweg positiv. Und nächstes Jahr wird spannend. Da muss ich sagen, da habe ich Sorgen, weil viel, viel ansteht. Viele Dinge werden passieren nächstes Jahr. Ach, so große Änderungen. Ich werde umziehen, das wird schwierig, da muss viel passieren, das wird eine ganz große Aktion, da habe ich Angst vor, aber das kriegen wir hin und es stehen auch andere große Challenges an und ich hoffe, die klappen,
Aber das Gute ist, auch da habe ich eben viel Hilfe. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die kann ich euch immer mitgeben. Holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Es gibt Menschen, die sind immer für euch da. Und holt euch diese Hilfe, die ist verfügbar. Und es ist kein Zeichen der Schwäche. Man muss nicht alles alleine schaffen. Ich weiß, man will das oft gerne mal. Und ich bin ja auch, wie gesagt, ein super privater Mensch. Ich teile nicht gerne Sachen von mir. Das ist immer so ein bisschen auch bekannt. Leute, die mich kennen, die wissen das. Wie geht's dir so heute? Ja, gut. Ich hasse diese Frage sehr. Ich mag nicht gerne gefragt werden, wie es mir geht, weil ich eh immer lügen werde. Ich lasse das sehr gerne nur sehr schwierig aus mir rauskitzeln, weil ich nicht wirklich darüber reden, wie mein Tag gerade ist. Ne? Ich kriege ja schon irgendwie hin. Aber gleichzeitig weiß ich ja irgendwie, manchmal ist es doch ganz gut, ein bisschen drüber zu reden. Und da tut das schon ganz gut, irgendwann mal, ne? Das mal zu machen, diese Defensive auch fallen zu lassen, weil es ja oft auch eine Vertrauenssache ist, die man selbst irgendwie als Problem hat. Man muss ja niemandem vertrauen, aber man hat so ein bisschen das Problem, dass ja jeder irgendwie gegen einen ist und man muss diese Defensive aufziehen, diesen harten Typen markieren, den nichts anhaben kann, der mal so ein bisschen, ne, so richtig, richtig gut mit allem klarkommt und nie irgendwie Probleme hat. Aber das ist doch keiner. Das ist ja fake. Das ist ja richtig fake. Weil alle haben irgendwas und die wenigsten zeigen es und die, von denen wir denken, dass die ja richtig, richtig cool, richtig stark sind, irgendwie so, die zeigen es halt nicht. Und das macht einen dann kaputt, ne, diese Maske aufzuhaben. Gerade auch im Sinne von Autismus und so. Man maskiert sich ja selbst unfassbar stark. Man versucht ja, jemand zu sein, der irgendwie reinpasst, weil man es ansonsten nicht tut. Ne? Irgendwie. Man ist irgendwie ein bisschen so dieser Outcast, dieser Oddball, dieser Odd One Out. So dieser eine, der irgendwie nicht so richtig in das System reinpasst. Und das merkt man ja irgendwie auch. Man weiß nicht warum. Man hat keine Ahnung. Aber man merkt eben, okay, wenn ich irgendwie so und so bin, das klappt nicht so richtig. Ne? Irgendwie Leute, obwohl ich niemandem was tue, Leute, irgendwie, das funktioniert nicht. Da wird man irgendwie beurteilt. Man wird anders angesehen. Also versuche ich so zu sein wie der Rest und dann klappt das doch schon wieder viel besser. Und dann ist das zwar irgendwie erfolgreich, aber es ist anstrengend. Es ist tierisch anstrengend. Es kostet viel Energie und man schafft es nicht, sich als Person weiterzuentwickeln, weil du eine falsche Person darbietest, die dann dir nicht erlaubt, deine richtige Person zu schärfen an allen möglichen Sachen im echten Leben. Und das ist natürlich dann schon so eine Sache, die ist wirklich schwierig, weil daran geht man echt kaputt. Und das merkt man in vielen, vielen Weisen, gar nicht mal nur mit Autismus, mit allen möglichen Dingen, merkt man sehr, sehr schnell, dass man irgendwie dann einfach daran kaputt geht, dass man versucht, irgendwie jemand zu sein, der man gar nicht ist. Und dass eben so viel Energie aufwendet, so eine falsche Person auch in einem selbst dann irgendwie eingraviert, dass man gar nicht weiß, wer man noch war. Und da muss ich sagen, bin ich froh, wenn andere und ich es schaffen, da rauszukommen. So ein bisschen man selbst zu sein, eben auch mal verletzlich sein zu dürfen. Das darf man sein. Das ist kein Zeichen der Schwäche. Jeder hat Verletzlichkeiten. Jeder Mensch ist verletzlich. Leute, die das eben nicht zeigen, die tun halt so. Aber jeder ist es irgendwie. Und das zeigen zu können, finde ich, ist eine große Stärke. Und da bin ich echt froh, dass das eben auch klappt manchmal. Und ja, der Flug ist schön. Ne? Es läuft gut hier. Ich will gerade so ein bisschen irgendwie über mein Thema rumreden. Ich versuche gerade nachzudenken, das merkt man vielleicht. Aber ne, der Flug ist schön. Das ist ein schöner Flug. Ich habe die Zeit ein bisschen umgestellt. Sind wir gerade wahrscheinlich irgendwo. Wo sind wir eigentlich? Wir sind irgendwo über wahrscheinlich Polen inzwischen. Ja, könnte sein. Ja, wir könnten über Polen sein. Fliegen seit einer knappen Stunde. Irgendwo Polen wahrscheinlich. Obwohl, ja, doch, könnte schon sein. Vielleicht irgendwie Litauen, Polen. Wir gehen später mal ins Cockpit. Und bin einfach froh darüber, jetzt eben sagen zu können, dass dieses Jahr toll war. Und nächstes Jahr möchte ich einfach auch genauso weitermachen. Also wir haben ja, was YouTube angeht, ganz konkrete Dinge, die jetzt wieder passieren werden. Es steht viel an, ist viel in der Pipeline. Das heißt, große Projekte, über die ich noch nicht sprechen darf oder sollte, die noch gar nicht fertig geplant sind. Aber da sind noch einige Dinge, die kommen werden. Und auch andere Dinge, die noch passieren werden, neue Games, die ich spielen möchte. Ich will ja auch so viel mehr eigentlich machen. Ich möchte so viele Games spielen, die ich gar nicht spielen kann, weil die Zeit fehlt. Also ein bisschen das Problem einfach mit YouTube und mit Supremacy, dass eben das Spiel so viel fordert von mir, weil ich jeden Tag aufnehmen muss, dass ich dann gar nicht wirklich die Zeit habe, noch die ganzen anderen Sachen zu machen, die ich machen möchte, weil ich ja eigentlich mit einer 5-Stunden-Aufnahmesession pro Woche einmal
alles machen könnte, alle Games spielen könnte, die ich wollte, ich könnte 3 Videos pro Tag machen, wäre kein Problem. Aber mit dem Aufwand, den ich bereits betreibe, bin ich schon ziemlich am Limit. Also ich würde so gerne noch mehr Cities Skyline spielen, ich würde gerne mal Anno spielen, das alte Anno, das erste Anno, 1602. Ich wollte ja ein Minecraft-Let's Play machen mit Mods, einfach weil ich Bock drauf habe. Ne? Wie gesagt, ich weiß, das würde wahrscheinlich keiner sich angucken, außer 3 Leuten, denen ich dankbar dafür bin. Aber ich habe einfach Bock drauf. Ich möchte es einfach mit euch spielen. Ich will trotzdem das irgendwie kommentieren. Ich habe auch Lust darauf. Das ist so ein bisschen die Sache, die für mich YouTube ausmacht. Ich habe so eine Lust darauf, mich jeden Tag einfach hinzusetzen, das Game anzuschmeißen und zu kommentieren. Das macht mir so viel Spaß. Und ich finde, das ist auch schon ein Stück weit die Essenz, die YouTube sein sollte, wenn es für einen healthy ist, dass man wirklich Bock darauf hat, das zu machen, also einen in den Fingern kribbelt, das aufzunehmen. Und klar ist das nicht immer so und ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich dachte, boah, jetzt heute noch ein Video, na gut, okay, ist schon später, machen wir jetzt noch. Na klar, das gehört dazu, du hast nicht immer jeden Tag einen Tag, wo du sagst, boah, jetzt will ich aufnehmen, aber so ein bisschen einfach irgendwie ein Gefühl dafür, dass man das noch machen will, gehört schon dazu. Ansonsten muss man vielleicht mal überlegen, ob es das Richtige noch ist. Ne? Das kann schon sein, dass man vielleicht dann burnoutet, dass man doch in der falschen Nische ist, je nachdem, was man macht. Und dann muss man natürlich schon mal gucken, okay, bin ich noch hierfür noch bereit? Und soweit kann ich zumindest sagen, ich bin es. Ich habe eine richtig gute Zeit hierbei und ich freue mich auf jede einzelne Aufnahme. Was schon irgendwie toll ist. Macht mich ganz hippelig teilweise, ne? Wenn ich dann denke, ach, ich werde noch aufnehmen, das wird cool. Also freue ich mich drauf. Auch City Skylines zum Beispiel war eine tolle Sache, da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Also wenn ihr mal mich hören wollt in einem Let's Play, in dem ich richtig Spaß habe, also so richtig Spaß habe, richtig euphorisch bin, guckt euch mal City Skylines an. Ich habe das Gefühl gehabt, da war ich einfach ein bisschen entspannter. Weil nicht, dass ich irgendwie in Supremacy keinen Spaß hätte, ne? Wie gesagt, ich würde aufhören, wenn ich keinen Spaß habe. Aber ich konnte mich einfach in City Skylines viel mehr ausleben. Ich konnte da so ein bisschen Kommentararten ausprobieren mit Stimmimitationen und mit witzigen Witzen, die ich mal so rumreiße und mit einfach auch einem Live-Commentary, das ein bisschen länger geht. Das kann ich sonst eben in Supremacy nicht. Da habe ich halt dann irgendwie 10, 15 Minuten an vor allem Rekapitulieren und ein paar kleinen Schritten, die ich mache, plus Zukunftsplanung. Da bin ich sehr am einfach erzählen und am berichten, während ich im City Skylines oder auch im Minecraft sehr am kommentieren bin. Ich kann Sachen sehen und dann sprachlich verarbeiten. Das macht mir sehr viel Spaß und vor allem auch ist es ein gutes Training, weil ich habe das Gefühl, ich bin schon bei Supremacy da, wo ich sein kann. Da kann man halt nicht sehr viel draus machen. Das ist eben ein sehr langsames Spiel, also kann ich live nicht viel machen. Das ist immer so ein bisschen das Gleiche und die anderen Gameplays erlauben mir so ein bisschen auch kreativer zu sein und ein bisschen mehr Spaß zu haben. Das heißt, wenn ihr sowas gucken wollt, kann ich euch den City Skylines Let's Play empfehlen. Das war echt, da war ich stolz drauf, habe ich Spaß dran gehabt. Auf jeden Fall sehr viel sogar. Und ich habe auch nicht aufgehört oder pausiert zumindest, weil ich keinen Spaß hatte. Eher, weil das Game so ein bisschen unfertig wurde oder wirkte. Das war nicht ganz meinen Erwartungen entsprechend, muss ich sagen. So ein bisschen enttäuschend. Aber ich weiß auch, dass es besser wird und dass es jetzt schon gute Schritte getan hat und ich auf jeden Fall das immer noch extra als pausiert deklariere, weil ich vorhabe, zurückzukehren. Irgendwann. Vielleicht auch schon nächste Woche. Mal gucken. Ich werde noch mal ein paar Folgen machen, obwohl es auch sein kann, dass es dann nicht mit der gleichen Stadt sein wird. Mal schauen. Ich muss überlegen, wie ich das machen will. Vielleicht eben dann mit einer neuen Stadt oder eben nach einer gewissen Pause mit der alten Stadt. Ich fand einfach nur das Send-Off so geil, weil ich wollte eigentlich noch weiter aufnehmen. Ich wollte viele Folgen machen. Aber dann ist einfach die ganze Stadt niedergebrannt. Das war irgendwie so cool, das war so unfassbar irregulär und überhaupt nicht geplant, dass ich dachte, das kann doch eigentlich kein besseres Serienende geben als das hier, oder? Das ist irgendwie perfekt. Aber gleichzeitig mochte ich meine Stadt so sehr, dass ich gar nicht wirklich aufhören wollte, weil ich so gehypt war für City Skylines 2 und immer noch bin. Ich möchte das Spiel spielen, ich habe immer richtig Bock drauf, auch wenn es unfertig ist bis jetzt. Ich möchte eigentlich weiterspielen. Also vielleicht machen wir das doch nochmal. Mal gucken. Irgendwann. Also wir spielen das nochmal, auf jeden Fall. Das ist Pausezeichen, ist da aus einem Grund. Ich muss nur gucken, ob es eben mit der gleichen Stadt sein wird. Vielleicht schon einfach so ein Neuaufbau, kann man auch mal machen. Und auch wie gesagt da, ne, auch da sind mir die View-Zahlen total wurscht. Weil klar, es hat irgendwie nur 0,1% der View-Leistung wie Supremacy. Wow. Trotzdem, ich hab Bock darauf, ich will es mal machen. Und auch da werden dann irgendwelche YouTube-Algorithmus-Experten sagen, nein, mach das nicht, das ist ganz schlecht, weil dann geht die Click-Through-Rate runter und dann wird da irgendwie dein nächstes Video runtergesetzt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Mythen und Verschwörungstheorien dazu, aber es ist mir doch alles vollkommen egal. Es geht doch darum, dass ich hier Spaß habe
Und es ist ja am Ende so eine Art Hobby, auch wenn es irgendwie ein Nebenjob ist, ist ja irgendwie alles in einem. YouTube ist ja so ein bisschen so eine fluide Sache, ne? Das kann man ja als alles bezeichnen. Ich mache es ja primär, weil ich Bock drauf habe. So. Und wenn ich jetzt das einfach nur noch machen würde nach dem, was am meisten Geld bringt oder Views bringt, dann wäre es ein Job. Nur ein Job. Und Jobs macht man meistens nicht so gerne. Also kommt drauf an, ob man viel Glück hat, aber meistens Jobs sind so eine Sache, so, ja, ist okay, ne? Ist besser als nix, aber irgendwie auch, Und ich habe es ja extra gewählt, um eben nicht den Job zu haben. Also damit das quasi nicht auch wie noch ein Job ist. Ich will eben das als Freizeitsache haben, als Hobby. Und genau das ist es eigentlich. Und somit spiele ich Dinge, auf die ich einfach Bock habe. Und lasse mich von den Zahlen gar nicht beeinflussen. Und das klappt auch ganz gut, finde ich. Das ist sehr schön und da habe ich Spaß dran. Ich habe auch noch ein paar Sachen vor mit euch übrigens. Ich habe noch ein weiteres Spiel, das ich gerne mal antesten würde, in so einem Video nur. Ich wollte ja auch unbedingt noch mal das U-Boat-Game, das Destroyer-Game noch mal mit euch spielen in der Kampagne. Aber leider war da bisher die Zeit noch gar nicht da. Und es gab noch ein anderes geiles Game, das mir übrigens auch ans Herz gelegt wurde, auch von einem Studio. Das hat der gute Herr Steinwallen, glaube ich, gespielt vor einer Woche, wenn ich mich nicht ganz irre, oder vor 2 Wochen. Das war dieses Zug-Game, das mit dem Zug im Bürgerkrieg in Russland. Das hatte ich nämlich gesehen im Dev-Prozess, einfach mal so immer wieder mal beobachtet. Und halt, ich wusste, dass es rauskommt. Und dann siehe da, auf einmal ist da eine E-Mail in der Inbox, ob ich das denn spielen möchte. Das Problem war nur, die E-Mail kam genau dann, als ich meine Pause angefangen habe. Wirklich am ersten Tag meiner Pause kam diese E-Mail rein. Und vor allem auch kam die E-Mail rein, irgendwie, also das war, also die Idee war quasi, ich soll für eine Woche irgendwie Videos machen dazu. Irgendwie sowas war da gewesen, dass das Game bald released. Und da wäre jetzt irgendwie die Chance, da jetzt Videos zu machen quasi. Also das Release irgendwie morgen und dann soll man jetzt eben davor Videos machen. Und das war halt viel zu kurzfristig. Das war viel zu knapp. Also liebe Dev-Studios, bitte schickt das früher raus, weil man muss ja damit planen können. Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen, einfach das Spiel spielen, obwohl es richtig cool war. Das Spiel sah so cool aus. Ich will das so gerne spielen, aber ich konnte halt nicht zusagen, weil ich wusste, ich werde es nicht einhalten können, die Regularien. Ich mache eh nie irgendwelche Game-Reviews oder Game-Untests von Games, für die ich irgendwie dann bezahlt werde, im Sinne von, oh, mach das mal gut, das Game oder so. Nee, ich werde das einfach mal spielen. Wenn ich Bock drauf habe, wenn es passt, wenn es auch ein Game ist, das ich echt spielen möchte, wie eben das Destroyer-Game. Und das wollte ich eben eigentlich auch unbedingt spielen, aber die Parameter eben mit dem Timing, das war so kurzfristig, da konnte ich einfach nicht ja sagen. Und das tut weh, weil ich das echt spielen wollte mit euch auch. Das wäre so cool gewesen. Das ist so ein bisschen wie RimWorld mit einem Zug. Und RimWorld ist auch eins meiner Lieblingsgames. Und da war ich echt hyped, aber das war einfach zu kurzfristig. Schade eigentlich. Aber ich habe viel vor. Ich habe viel, viel vor. Ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne immer noch mit euch ein Minecraft-Let's Play machen. Oder einfach den Stream reviven. Der Punkt ist halt, ich würde wirklich gerne auch regelmäßige Streams machen. Also Streams quasi, indem wir irgendwie einen Progress haben. Wir spielen eben eine Minecraft-Welt oder irgendwas anderes, RimWorld. Und dann haben wir das quasi als Serie eben mit den Streams. Der Punkt ist nur, ich finde solche Sachen immer sehr schwierig in der Nachbetrachtung. Also ich kann mir einfach Stream-Watts fast nicht anschauen. Also vor allem von anderen, wenn quasi dann die aufhören wirklich zu Let's Playen. Wenn dann einfach alle Videos oder alles, was sie produzieren, dann Content nur noch Livestreams sind. Das machen viele, weil es oft etwas profitabler ist. Ich kann mir das nicht anschauen. Also ich mag Streams grundsätzlich. Ich finde Streams nicht schlecht. Ich bevorzuge, das merkt man sich ja auch, Let's Plays deutlich. Ich liebe Einzelvideos sehr. Ich liebe vor allem auch Videos, die dediziert aufgenommen worden sind und nicht eben Stream-Vods sind. Ich liebe normale Aufnahmen, weil ich finde VODs immer sehr ablenkend. Da sind immer Effekte drin und du hast irgendwelche Donation-Sounds und der Chat ist immer ablenkend und die Person, die es dann macht, ist immer am Reden mit dem Chat und da bist du ja gar nicht da. Das ist dann so ein bisschen komisch. Also das wirkt sehr ablenkend. Ich kann mich darauf nie konzentrieren, weil ich oft einfach ein Video oder eine Serie, eine Playlist anschmeiße, die ich einfach mag. Also irgendein Game, das ich schon mal geschaut habe, also irgendein Let's Play, das ich schon kenne, das schmeiße ich an. Und dann ist eben so ein bisschen einfach die Background Noise, dass ich arbeiten kann und so, habe ich einfach im Hintergrund das dann da, kann mal reintappen zum Reinschauen, aber habe eben vor allem diese Background Noise mit Musik meistens noch und so. Und mit Streams, das kriege ich irgendwie nicht hin, weil die dann doch sehr, du bist abgelenkt, da ist immer irgendwas los und vor allem ist auch dann die Person, die den Stream macht, meistens irgendwie abgelenkt. Einige können das besser, bei anderen ist es sehr krass. Aber vor allem bin ich dann kein großer Fan von VODs, die dann quasi als Let's Play gepitcht werden, weil du merkst es schon irgendwie. Es gibt Leute, die können das richtig gut und da ist es wirklich kein großes Problem, aber meistens bin ich da sehr abgelenkt. Und
Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das selbst machen will, eben also eine Stream-Serie. Ich würde es dann auch nicht irgendwie neu hochladen. Ich würde es einfach eben als Stream dann VOD einfach da lassen. Aber ich weiß halt, dass der Schauwert einfach geringer ist, zumindest für mich. Und ich muss dazu sagen, ich mache meine Videos und meinen Kanal sehr so, wie ich ihn angenehm fände, wenn ich ihn schauen würde. Das ist so ein bisschen mein Weg, da ranzugehen, weil ich ja irgendwas machen muss und das irgendwie beurteilen muss. Und ich gucke mir den Kanal quasi an, denke mir, okay, was würde ich jetzt gerne sehen? Wie würde ich das gut finden? Und versuche ungefähr daran dann das alles zu messen. Und da ich weiß eben, okay, klar, Minecraft Let's Play wäre cool, aber wenn das jetzt immer so 4 Stunden VODs sind, finde ich nicht so toll. Irgendwie, das könnte ich mir nicht anschauen. Ich hatte leider einige auch Leute auf YouTube, denen ich gefolgt war früher, die richtig tolle Serien gemacht haben und dann eben transitioniert sind in einen Stream-Only-Modus und dann quasi auf Twitch streamen und dann das irgendwie für 6 Stunden tun und dann hämmern die den ganzen VOD einfach auf YouTube rein, 6 Stunden oder 4 Stunden lang. Das kann ich mir nie anschauen, weil es einfach zum einen viel zu lange ist. Ich kann dann nie wieder meinen Ort finden, wo ich war. Ich kann dann so schwer auch durchtappen und durchscrollen und so. Ist einfach richtig schwierig, das sich anzugucken. Und es ist irgendwie nicht das Gleiche. Wenn wir dann den Anfang finden, meistens ist auch der Anfang eigentlich rausgeschnitten, wo das man alles dann aufmachen, das Spiel aufsetzen, 3 Minuten Pause machen. Du hast dann viele Pausen noch zwischendrin und so. Es ist nicht das Gleiche irgendwie. Ich kann mir das nicht anschauen. Und deshalb bin ich da kein großer Fan von. Aber ich möchte wirklich gerne mehr streamen, um darauf zurückzukommen. Ich möchte viel, viel mehr streamen eigentlich. Aber oft nehme ich mir die Wochenenden so ein Stück weit frei. Nicht im Sinne von, dass ich da nicht aufnehme, ich nehme auf. Aber ich versuche zumindest da, mir die Option offen zu halten, vielleicht mal jemanden zu besuchen. Das mache ich viel zu selten, muss ich sagen, auch gerade seit YouTube. Und somit will ich versuchen, eben die Wochenenden, wo man eigentlich am besten streamen kann, also die Wochentage sind nicht ganz so geil, versuche ich mir offen zu halten. Mit einem regelmäßigen Stream ist das schwierig, das irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Wisst ihr? Das ist irgendwie dann nicht so geil. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist ja doch beschäftigt und ich sollte doch besser nichts planen. Und das ist auch generell ein guter Punkt, weil ich habe gemerkt, dass eine Sache, die auf jeden Fall gelitten hat unter YouTube, ist mein Sozialleben. Weil ich eben jetzt doch jeden Tag beschäftigt bin und dadurch eben dann doch eher der Anreiz besteht zu sagen, ja gut, ich könnte jetzt jemanden treffen, aber andererseits könnte ich auch ein Video aufnehmen. Ist ein extra Video, ist gut. Und wenn ich dann jetzt nicht da bin, dann was weiß ich, was da passiert. Da könnte ja alles in Supremacy passieren. Dann muss ich vielleicht aufnehmen. Ist das wichtig? Muss ich spielen? Ich kann mir so im schlimmsten Fall eine ganze Serie ruinieren. Und klar, ich weiß, das sehen vielleicht die meisten gar nicht so eng, aber ich habe dann sehr hohen Qualitätsanspruch an meine Serien, dass die eben auch dann wirklich durchgängig sind, weil ich ja auch von mir selbst weiß, wenn ich eine Serie schaue, dann ist einfach mal eine riesige Lücke drin von ein paar Tagen oder, oh, wir haben verloren, weil ich gestern nicht da war, dann denke ich mir, ach Mist, ist die Serie irgendwie kaputt. Und auch wenn ich da niemanden für beurteile, ich weiß halt, wie ich eben darauf reagieren würde und deshalb weiß ich auch, wie ich das als jetzt YouTuber machen möchte. Ich möchte nicht, dass meine Serien so zerzaust sind mit Lücken, weil ich mir Pausen nehme. Das ist total ungesund, ne? Das ist total schlimm, aber irgendwie komme ich um diesen Gedanken einfach nicht rum. Dass ich mir sage, okay, ich will mir dann irgendwie gar nicht mehr freinehmen. Ich könnte auch einfach aufnehmen. Und dann irgendwie, dann gewinnt diese pragmatische Seite bei mir, ich weiß nicht, woher die kommt, und die sagt dann, ja genau, lieber mal nichts ausmachen, lieber nichts planen, einfach Wochenende durcharbeiten, ein bisschen mehr Videos machen, ein bisschen schneiden, kannst mal deine Videos hochladen, endlich kannst du mal streamen, ist besser, ne? Und dann irgendwie passiert meistens doch irgendwie nichts, aber man hat einfach nichts ausgemacht, weil ich ja weiß, ich könnte ja beschäftigt sein. Das ist irgendwie nicht ganz so gesund. Das ist nicht ganz so gesund. Da muss ich gucken, wie ich da rauskomme. Weil das ist ein Verhaltensmuster, das ich so nicht bei mir unterstützen möchte. Aber es ist sehr pragmatisch vielleicht einfach. Ne? Man denkt sich, ja klar, ich könnte jetzt was machen, aber ist es das wert? Ne? Ich brauche feste Zeiten, habe ich das Gefühl, die aber natürlich bei sowas hier nicht möglich sind. Man kann sie sich ja irgendwie selbst machen, aber da bin ich, glaube ich, nicht diszipliniert genug für. Ich würde immer neugierig sein, doch was machen wollen und so. Das heißt, ich habe das Gefühl, irgendwie gewisse Probleme wird es immer geben und da komme ich bestimmt schon irgendwie durch. Das ist so einfach mein Gedanke. Und ich kriege ja noch genug hin, aber dann trotzdem da auf jeden Fall, da will ich vorsichtig sein, dass ich mich eben nicht überarbeite und dann nie mehr eine Pause gönne, weil ich ja doch irgendwie was tun könnte. Man fühlt sich dann so unproduktiv und unter der Woche ist eh schwierig. Also ich habe eigentlich eine Wochenende Zeit, wenn überhaupt. Und jetzt eben nimmt YouTube diesen Platz ein. Schwierig, ne? Es ist dann doch viel Arbeit. Aber das ist sicher irgendwie machbar. Da bin ich mir sicher. Ich wollte eigentlich noch irgendwo hin gerade mit dem Satz, aber
ist mir entglitten. Passiert mir auch öfters, muss ich sagen, aktuell, dass mir dann die Sätze entgleiten. Ich wollte eigentlich irgendwas sagen. Ich trinke mal einen Schluck, Sekunde. Ihr bitte auch, wenn ihr schon dabei seid in einer Stunde. Das berühmte Wasser. Ich mache mir nochmal einen Tee später. Ich habe generell total viele Halsschmerzen seit einer Woche oder seit 2 Wochen sogar. Hat man auch gehört in den Videos, teilweise, weil ich da echt mit Halsproblemen gekämpft habe. Das war irgendwie nicht ganz so geil. Ich glaube, ich rede einfach aktuell mehr. Man ist mit Familie und so, man ist einfach mit Leuten. Und dann redet man doch so viel, man ist sehr cozy. Und dann ist der Hals einfach schon vom ganz normalen Leben etwas geschunden. Und jetzt eine Stunde aufnehmen ist nicht ganz so geil irgendwie. Da ist man dann doch schon ein bisschen halstechnisch am Limit. Aber ich muss auch sagen, es ist besser geworden. Ich muss sagen, auf jeden Fall, da habe ich mir mehr Konsistenz angeeignet. Das heißt, mein Hals kann es auch mal einen 5-Stunden-Stream aushalten. Als ich angefangen habe, waren schon die halbe Stunde Aufnahmen für Hearts of Iron eine ganze Herausforderung. Das war schon viel. Jetzt geht das alles deutlich besser. Da bin ich sehr stolz drauf. Und das kann man auf jeden Fall als Improvement sehen. Generell finde ich das so cool, das einfach zu beobachten, wie ich langsam in die Rolle reinwachse. Also einfach vom Commentary her, vom YouTube an sich. Weil das bringt einem ja keiner bei. Das ist ja immer, finde ich, einfach so cool an YouTube. Du siehst, wie jeder seinen eigenen Stil entwickelt. Jede Person entwickelt ihr eigenes Konzept und vor allem wächst auch an YouTube weiter. Also sowohl persönlichkeitsmäßig als auch von der Stimme her, von der Stimmgewalt, von der Präsenz her, all das entwickelt sich. Und es ist eben ein kontinuierlicher Approach. Du wirst nicht darauf irgendwie getrimmt. Du studierst das ja nicht. Einige tun das, Mediendesign dergleichen. Aber im Endeffekt, das, was du hier machst, die wenigsten haben das irgendwie angelernt, im Sinne von irgendwo offiziell, sondern das ist alles selbst beigebracht. Die Programme, die Technologie, das Reden, all diese ganzen Regeln, das bringt man sich alles selbst bei. Und das, finde ich, ist so ein cooler Zyklus, dem zuzuschauen. Und ich liebe es auch, das bei anderen zu sehen. Ich habe jetzt auch einige Leute, mit denen ich hier dicke bin auf YouTube, mit denen wir auch Videos machen. Ich liebe es auch, denen beim Wachsen zuzuschauen. Jetzt nicht physisch, aber vor allem auf dem Kanal, wie sie eben wärmer werden mit der Rolle auf YouTube, mit dem Commentary und so. Das finde ich so cool zu sehen. Das finde ich so cool, das einfach zu beobachten. Da bin ich immer richtig happy mit, wenn ich das sehe. Jetzt wollte ich irgendwas sagen wieder. Da war irgendwas gewesen, was dieses Jahr war. Das war nämlich was ganz Witziges gewesen. Da habe ich es vergessen. Ich wollte irgendwas sagen. Die Streams haben wir bereits besprochen, genau. Da war irgendwas gewesen dieses Jahr. Ein Ereignis, aber es ist mir entsprungen. Was auf jeden Fall cool war, waren die ganzen Kooperationen, die wir hatten in den ganzen Events, ne? Also mit Bytro Labs vor allem. Auch an die ganzen Menschen dort ein großes Danke. Klar, für das Game zum einen, aber auch für die unfassbar tolle Initiative von ihnen aus, mich eben auch anzuschreiben, mir diese ganzen Möglichkeiten zu bieten, die ganzen Events. Wir sind ja in regem Kontakt mit Bytro und die haben für uns so viel bereits gemacht, so viele tolle Sachen auch angeboten. Und die ganzen Streams, alles eben nur, weil ich da eingeladen werde. Ich bin ja nicht irgendwie da von Natur aus dabei. Das ist ja ein Platz, der mir angeboten wurde und dafür bedanke ich mich sehr. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ja, das macht hier für uns vieles möglich. Ich liebe einfach meinen Platz hier auf YouTube und ich bin sehr geehrt davon, dass ich jetzt das auch noch machen darf alles. Also auch die ganzen Streams, die ganzen Turniere, die wir hatten, die ganzen Tests, die wir gemacht haben mit neuen Features. Das finde ich total cool, dass ich die Chance bekomme und ein großes Danke an Bytro. Da hatten wir jetzt echt viel gemacht gemeinsam. Letztes Jahr gab es ja eigentlich nur den Supremacy Stream, also den Speedmap Stream. Und es gab dann die Community-Karten. Die waren ja auch echt cool gewesen. Die liefen echt gut, muss ich sagen. Die 2 Karten, die wir gemacht haben. War ja auch Bytro für uns da, die das dann erstellt haben, diese Karten. Und dann dieses Jahr hatten wir ganz, ganz viele Call of War-Events gehabt, die ja auch toll waren. Wo ich aber auch echt besser werden muss. Ne? Das ist ein bisschen peinlich. Ich bin da immer noch nicht so gut im Game. Spiele ich einfach nicht oft genug, aber ich werde es wieder spielen, keine Sorge, ich verspreche es euch, ich werde wieder eine Serie machen mit Call of War, das ist bereits versprochen. Und dann haben wir noch vieles weiteres vor uns, ich bin gespannt darauf. Jetzt war mir eben gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte, ein bisschen peinlich, aber es ist wieder weg, warte mal, ich denke gerade nach, das kann eine Sekunde dauern, ich trinke mal ganz schnell einen Schluck und denke dir mal nach, um das zu überbrücken. Ach genau, ja, ich wollte reden über die Musik. Die Musik, und zwar die Musik in den Videos. Und da auch ein großes Danke an die Band Groove Addiction Project Gap. Denn die machen für uns exklusiv diese Musik. Also die Musik, die ihr hört in meinen Videos,
bis auf die in den Minecraft-Streams, alles andere an Musik seit irgendwann, wann wir das gemacht haben. All diese Musik ist 100% unsere und auch deren Musik, die sie für uns gemacht haben, die es übrigens auch verfügbar gibt. Da wenn ihr mal nach Kanalmusik oder nach Volume 1 sucht in meinem Kanal, oder vielleicht verlinke ich es auch, wahrscheinlich vergesse ich es wieder, dann findet ihr das Video dazu. Oder auch unter jedem Video immer in der Beschreibung ist es auch verlinkt, die Band an sich. Da findet ihr nämlich diese Band und deren Musik und die machen das für uns, exklusiv. Das war richtig cool. Das hat sich ergeben. Und damit bekommen wir echte, menschgemachte, komponierte Musik für uns, für den Kanal. Und die düdelt jetzt immer seitdem hinter jedem Video. Gerade Supremacy, weil ich dachte irgendwie, dass ja irgendwann doch Supremacy und die eigene Spielmusik ein bisschen öde wird irgendwann, weil sie ja dann doch, man hört sie oft. Und ich hatte auch ein paar Volume-Schwierigkeiten gehabt in den Videos damit. Und weil immer die Musik ein bisschen lauter war als die Sounds und ich die Sounds gerne lauter gehabt hätte, also die Klick-Sounds, während dann die Musik immer so ein bisschen ohrenbetäubend war. Vor allem, weil ich es immer sehr unangenehm finde, mit Musik aufzunehmen. Also wenn die Musik quasi aktiv spielt, in sowas wie Supremacy bin ich sehr abgelenkt. Das geht in Sachen wie Minecraft super, aber in Supremacy, wo ich ja so ein bisschen vortrage, da will ich dann nicht abgelenkt werden von Geräuschen. Und da fand ich dann die Musik ein bisschen irritierend. Und da war das eine super tolle Sache, eine super tolle Chance. Und jetzt bekommen wir auch immer wieder mal neue Tracks, also auch viel Abwechslung ist dabei, ich habe viele verschiedene Themes und diese Musik ist hier und die wurde von Groove Addiction Project für uns gemacht und die machen auch richtig coole andere Sachen, das ist eine Band aus Deutschland, die machen so Jazz und ähnliches, sehr cool, Musik auch, die ich übrigens privat höre, es ist alles sehr cool. Und ja, da ist schon einiges passiert. Auch generell bin ich immer überrascht davon, wie dann doch alles langsam zusammenkommt. Auf einmal, ne, haben wir eine Band, die macht für uns Musik. Wir haben Kooperationen mit irgendwelchen Firmen, die dann uns zu Events einladen, die mir Spiele schicken. Ne? So ein bisschen der Anfang von mehr. Und da weiß man ja auch, wo das hinführen kann. Da bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich eben nicht möchte, dass irgendwie dieser Kanal zu so einer Werbeschleuder wird für irgendwelche Produkte. Ob ich da irgendwas machen werde, ist eine Frage. Ich habe bislang alles abgelehnt. Aber das kommt natürlich darauf an, was da kommt. Also was da so für Anfragen kommen und was das so ist. Weil ich weiß, es gehört dann doch am Ende irgendwie dazu. Aber gleichzeitig hat man ja auch die schöne Wahl, selbst da was zu machen oder eben nicht zu machen. Man kann sich eben da auch dann die Unabhängigkeit, sage ich mal, bewahren. Und das ist ja auch ganz möglich. Denn es geht mir am Ende dann doch nicht irgendwie ums Geld. Klar, irgendwie schon. Zumindest basierend auf der Menge an Arbeit, die ich hier reinstecke. Aber ich mache es ja, und das ist ja immer noch der gleiche Punkt, primär, weil ich hier richtig Bock drauf habe. Und somit fühle ich mich nicht wirklich gezwungen dazu, irgendwelche drastischen Entscheidungen zu treffen und euch irgendwie ganz viel Zeug zu verkaufen, das ich gar nicht will. Das ist ja irgendwie doof, ne? Das muss ja nicht sein. Da gibt es genug Angebote und die finde ich nicht so toll. Ich bin eben jetzt nicht der Nächste, der NordVPN verkauft. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Kauft euch da lieber einen anderen. Ne? Das ist irgendwie besser. Da, keine Ahnung, habe ich jetzt keine Meinung zu, aber da will ich eben nicht die Salesperson sein. Das wäre nicht passend. Warum sollte ich das tun? Ja, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich finde einfach, das ist gut. Also da muss man jetzt auch niemanden kritisieren, finde ich. Also Leute, die es annehmen, das ist ja für am Ende alle ein Vorteil. Also für die Leute selbst ein Vorteil und die haben es ja auch verdient. Also YouTube ist ja oft eine sehr self-made Sache. Also ich will ja wirklich jedem das gönnen und bitte auch gönnt jedem deren Gewinn dort, Leute, die gut sind zumindest, also Leute, die nicht böse Menschen sind, denen das verdient. Aber man kann ja auch sich da selbst so ein bisschen disziplinieren und sagen, okay, ich nehme jetzt nicht jeden Mist an, ne? Das wäre irgendwie auch doof. Und bislang bin ich da auch ganz froh mit. Denn ich mache das so, wie ich das mache und es funktioniert ja auch einfach. Wir haben alle Spaß daran, ich höre selten irgendwas Negatives. Und auch das generell war eine Sache, vor der ich viel Angst hatte, noch letztes Jahr. Einfach vor YouTube an sich, vor der Öffentlichkeit. Aber ich muss sagen, da war ich sehr überrascht. Denn, eine Sekunde, ich muss ganz kurz mich räuspern, so. Da muss ich sagen, war YouTube tatsächlich sehr gütig zu mir. Also einfach alles und alle, auch vor allem ihr, sehr gütig zu mir. Weil man ja sehr oft sieht und hört davon, was da für schlimme Dinge passieren können. Leuten, eben in Form von Harassment und so weiter. Und dem war ich mir bewusst und das passiert auch,
öfters. Also nicht öfters, aber es passiert einmal im Monat, dass irgendwer richtigen Mist schreibt. Also nicht im Sinne von irgendwas leicht Blödes, sondern wirklich irgendwas richtig Hetzendes, was Hasserfülltes. Das passiert. Aber es prallt an mir einfach ab. Es perlt ab. Und das Beste ist, es hinterlässt tatsächlich keine Spuren. Und da bin ich froh mit, weil ich das erstmal bei mir testen musste, ob das wirklich funktioniert. Habe ich eine dicke Haut gegen sowas? Und ja, es bockt mich null. Weil das einfach irgendwie fast schon witzig ist in den meisten Fällen. Es sind nämlich nie Leute, die irgendwie aus meiner Community kommen. Es sind die Leute irgendwie, die meine Videos regelmäßig schauen. Es sind meistens Leute, die einfach zum ersten Mal ein Video finden und sich dann irgendwie in meinem Kanal irgendwo aufhängen und sagen, boah, was ein Arsch. Und dann werden die das auch so in die Kommentare schreiben. Und dann kann ich das natürlich sehr leicht entfernen, ohne mir da irgendwie Sorgen machen zu müssen. Und da muss ich sagen, das hat mich bislang noch nicht gestört. Ist auch sehr selten und ich bin da echt chill mit. Also da hatte ich Sorge vor, aber da kann ich auch echt viele von euch beruhigen. Ich wurde oft gefragt, am häufigsten sogar gefragt, zu wie man dann YouTube macht, wie ich denn mit Hate umgehe und mit solchen Kommentaren und mit dem ganzen Stress, mit dem Sozialen und so. Und da kann ich sagen, auch wenn einen das sehr trifft, kann man sich da sehr helfen, indem man einfach versteht, dass YouTube einem da wirklich, zumindest mit den automatischen Features, relativ gut unter die Arme greift. Also YouTube an sich ist richtig schlecht darin, irgendwie gegen sowas vorzugehen. Also deren Company Policy und vor allem auch deren Moderatoren-Team ist wirklich nicht so auf der Höhe, was irgendwie das Managen von solchen Inhalten angeht. Ist extrem schlecht, weil es eben wohl auch Geld verdient für sie. Aber zumindest die Tools, die ihr habt auf der Plattform von YouTube selbst, also die Kanaltools, die sind gut. Ihr könnt eure Kommentare 100% selbst managen, da könnt ihr viel machen. Ihr könnt Wörter entfernen, ihr könnt Personen entfernen und auch ohne, dass sie es wissen, also quasi blockieren, dass sie nicht mehr kommentieren können oder sie können kommentieren, das taucht noch nicht mehr auf. Es gibt eine tolle Quarantänefunktion und so, also man ist da sehr gut geschützt und vor allem kann man auch einstellen, dass eben YouTube Sachen selbst vorenthält, also zurückhält für Review und in einem separaten Tab. Und wenn ihr da nicht reinschauen wollt, dann werden die einfach gelöscht irgendwann und werden bis dahin eben unsichtbar gehalten. Dadurch könnt ihr euch einfach sagen, okay, ich bin da echt, das ist für mich sehr hart, wenn ich sowas sehe. Also gucke ich da einfach nie rein auf das Risiko, dass eben auch mal was Normales gelöscht wird. Aber dafür sehe ich die bösen Sachen nie, die werden versteckt und einfach dann irgendwann gelöscht. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. Das ist, denke ich, ganz gut. Da kann man sich auch sehr helfen, wenn man irgendwann mal das Gefühl hat, man kommt nicht mehr klar damit mit den ganzen Sachen. Man geht darin kaputt am Hate. Dann kann man sich da irgendwie retten in diese ganzen Systeme. Und da bin ich froh zu wissen, dass eben diese Option gibt. Also, dass die existiert, diese Option. Dass ich weiß, okay, ich komme damit gut klar. Es ist immer so eine sehr komische. Also, ich weiß halt immer, dass die Kommentare einfach welche sind, die werden dann 10-mal am Tag geschrieben von der gleichen Person. Und die warten eben auf eine Reaktion, die man einfach nicht gibt. Das ist immer der einfachste Weg. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und somit bin ich da auch nicht sehr betroffen davon, weil ich weiß, es ist nicht persönlich am Ende. Es ist nicht persönlich, die Person kennt mich gar nicht. Und das fühlt sich gut an. Ist generell immer ein Trick, den ich gerne anwende online, wenn man halt das Opfer wird von irgendwelchen Leuten, die das systematisch machen. Also die einen quasi raussuchen und versuchen dann mit jemandem Beef aufzubauen, nur wegen irgendwelchen Äußerlichkeiten, also irgendwelchen menschlichen Parametern. Nicht, weil man irgendwie die Person mal den Schneemann kaputt gemacht hat, sondern weil es jemand ist, den ihr gar nicht kennt. Einfach irgendjemand, der euch jetzt rausgesucht hat, weil ihr jemand seid, eine Art von Person seid, die er nicht leiden kann. Da einfach das komplett zu blockieren und gar nicht drauf zu reagieren, ist die beste Idee, weil diese Person macht das auf jeden Fall jeden Tag 10, 20 Mal und die warten dann auf eine Reaktion, mit der sie dann umgehen können. Das ist der eigentliche Spaß für die dann. Die wollen jemanden kaputt machen. Und diese Chance nicht zu geben, fand ich, war immer sehr wichtig und das hat auch immer gut funktioniert, auch wenn es nicht immer geht. Denn einfach weggucken ist bei Mobbing und so auch nicht die Entscheidung und die richtige Idee. Wird einem oft ans Herz gelegt, früher auch in der Schule so, ey, gib denen kein Futter, reagier nicht drauf, tu so, als würdest du es gar nicht merken. Und das war der schlimmste Tipp, den ich jemals bekommen hatte und den viele jemals bekommen haben, weil es läuft einfach nicht. Weil dann bist du immer der Schwächste und dann wirst du dementsprechend auch behandelt. Und dann, ja, ist böse, ne? Dann ist es schlimm und dann darfst du dich gar nicht wehren, weil dann heißt es ja auch, wenn du dich wehrst, hast du ja selbst verursacht. Hast du ja selbst provoziert quasi. Und das ist dann so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut und da muss man echt immer einfach auch irgendwie dann leider doch eine dicke Haut aufbauen, was schade ist, weil
ansonsten, wenn man dann quasi zeigt, dass es einen interessiert, man sich dann doch irgendwie noch angreifbarer macht, ist eine schwere Sache, weil ich wünschte, es wäre gar kein Thema, aber leider ist es ein Thema und es gibt sehr viel sehr schwerwiegende Arten von Hass, auch eben auf der Plattform hier, und Leute werden dem ausgesetzt aus irgendwelchen Gründen, Sexismus und so weiter, also völlig, völlig ohne Grund, einfach so, weil man eben irgendeine Art von Mensch ist, die einem nicht passt, und das ist halt irgendwie schade. Und da kann man nochmal einen guten Return machen auf den ersten Punkt, nämlich Idole. Ich finde es so wichtig, einfach eine schöne Moral auch aufzuzeigen, dass man eben sagen kann, okay, YouTube muss eben nicht Sexismus bedeuten oder irgendwas der Art oder Rassismus. Ist einfach gut. Ne? Wir sind einfach nett zu Leuten. Wir haben einen positiven Ausblick auf Menschen. Wir sehen Menschen nicht als böse an. Wir kommen mit jedem irgendwie klar und wir haben einfach eine gute Moral, wir haben gute Prinzipien. Und ich finde, das ist dann doch irgendwie wichtig. Also auch, und da ist auch eben diese Verantwortung da, zu zeigen, okay, wenn ich halt eben irgendwelche richtig sexistischen Sachen sage, dann, klar, dann werden das Leute auch kopieren. Dann werden Leute das sehen und die werden dann entsprechend auch selbst sich verhalten. Und wir wissen alle, wir haben alle als Kind mal unsere, oder immer noch vielleicht sogar unsere Lieblingsleute auf der YouTube-Plattform gehabt oder haben sie eben noch, denen wir immer zugehört haben, und natürlich haben wir die auch als Idol gesehen, und wenn dann eben euer Lieblingskanal mit 3-4 Millionen Abos dann irgendeinen Mist labert, dann wird man selbst als sehr leicht zu beeindruckender 14-Jähriger sagen, oh, das muss ja richtig sein, das ist ja cool, sagt er ja auch. Ja, wenn der das sagt, muss er stimmen. Dann kann es ja okay sein, ne? Der würde es ja nicht sagen vor seinen 4 Millionen Leuten, wenn das schlecht wäre. Und so, finde ich, ist da dieses Level an Verantwortung doch irgendwie schon gegeben. Klar, man kann es sich nicht aussuchen, aber ich finde, man sollte immer das Mindestmaß haben an Verständnis dafür, zu sehen, okay, meine Handlungen haben Effekte, nicht eben nur das Imminente, was ich da quasi mit bezwecken will, sondern wenn das jemand sieht, wenn das einfach so in der Welt steht, dann wird das auch andere Leute beeinflussen, und das auch unterbewusst. Leute werden das sehen und werden es vielleicht kopieren, weil der hat es ja gesagt, muss ja okay sein. Wenn eure Eltern gewisse Verhaltensmuster immer wieder machen, dann wird man irgendwann auch sagen, ja gut, wenn die das machen, muss es ja stimmen, ne? Die sind ja richtig immer. Und gerade als Kind, und ich war erst eins, da weiß man das noch sehr gut, da ist man sehr leicht zu beeindrucken und kann eben solche negativen Charakterzüge sehr leicht entwickeln. Und da finde ich es eben einfach wichtig zu wissen, okay, ich bin auch für meine Mitmenschen verantwortlich. Also mit meinem Verhalten kann ich da sehr viel machen. Meine Umwelt ist kein statisches Gebilde, das irgendwie nicht verändert werden kann. Da haben wir alle einen Anteil dran, wie wir uns eben verhalten, wie wir uns geben. Und da haben wir alle eine große Verantwortung, die man nicht einfach ignorieren kann. Und somit ist das, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und da haben wir auch alle einen Anteil daran, wie eben so eine Plattform aussieht. Weil einfach zu sagen, ja, das Internet ist immer so, finde ich, irgendwie ist nicht ganz richtig. Das tut ihm nicht Gerechtigkeit, weil wir kennen andere Online-Communities und wir haben ja auch eine dieses Jahr erst gefunden, nämlich Foxhole, wo das Problem weniger besteht. Da kommen Leute gut klar. Da gibt es klar auch immer Ausreißer. Aber es ist kein Vergleich mit, was weiß ich, League of Legends oder euren normalen YouTube-Kommentaren. Das ist viel, viel schöner. Das ist ganz ruhig, da ist jeder nett zueinander. Klar, nicht immer, aber ist oft sehr nett. Und somit kann das eben funktionieren. Es kommt eben nur darauf an, wie sich da die meisten Leute geben und wie dann die generelle Atmosphäre ist. Und man darf das gar nicht erst reinlassen, dann eben diesen Hass. Der darf gar nicht erst Fuß fassen. Und das gilt eben sowohl für eine Community als auch für einen selbst. Ich finde, da kann man sich oft auch selbst gut reflektieren darin, eben zu schauen, ey, bin ich da gerade irgendwie am falsch abbiegen? Ne? Habe ich irgendwie, gehe ich da gerade in eine Richtung, die nicht richtig passt? Mache ich jetzt Entscheidungen, die so gar nicht sein sollten, die gar nicht stimmen? Und woran liegt das vielleicht? Da kann man, denke ich, ganz gut auch reflektieren, sich selbst, um das mal rauszufinden. Und boah, meine Stimme, ne, die ist schon am langsam jetzt kollabieren. Ich bin jetzt hier am Sprechen schon, habe vorhin nochmal Supremacy aufgenommen, letzte Folge für Grönland. Denn die Serie ist fast fertig. Und boah, meine Stimme ist jetzt schon so ein bisschen am Ende. Und ich habe auch noch nichts gegessen heute, was keine gute Idee ist. Es ist schon spät. Schon sehr spät sogar. Wow, ich habe auf die Uhr geguckt, es ist schon sehr spät. Wir gehen gerade gegen 10 Uhr. Das ist
also abends, das ist etwas spät tatsächlich. Ich wollte eigentlich schon längst aufgenommen haben, aber ich hatte tatsächlich für Weihnachten was ganz Tolles bekommen. Und zwar hatte ich bekommen ein neues Flugsimulator-Equipment. Und zwar einen neuen Joystick und die original Airbus nachempfundenen Schubhebel und Klappenhebel und Fahrwerkshebel, all das ganze Zeug habe ich vorhin alles angeschlossen, kalibriert und es dauerte deutlich länger, als ich wollte. Das war ein bisschen schwierig, da war einiges kaputt gewesen. Musste erstmal gefixt werden. Und das hat dann irgendwie 3 Stunden gedauert und jetzt ist es schon viel später. Ich wollte schon längst fertig sein. Aber ja, jetzt sind wir hier irgendwo über Polen oder über vielleicht sogar Deutschland. Vielleicht schon, ne? Ich weiß nicht. Wir fliegen jetzt irgendwie eine 2 Stunden oder so. Wir werden schon irgendwo sein. Wir kommen Richtung Spanien langsam, tatsächlich. Mal gucken. Das war ich schon seit Beginn nicht mehr im Cockpit. Das Schöne ist, so ein Flugzeug, wenn man es einmal richtig eingestellt hat, dann fliegt das selbst. Das fliegt einfach selbst. Gerade der Airbus A320neo, der fliegt irgendwann einfach selbst, wenn man da alles richtig eingestellt hat. Man muss natürlich eigentlich noch überwachen alles. Man muss gucken, dass da nichts passiert, dass eben kein Verkehr im Weg ist, dass da vielleicht die Flugkontrolle eine Höhe für einen hat, dass da kein Sturm aufzieht oder so, dass der Treibstoff passt. Da sind viele Dinge zum Kontrollieren. Aber da wir noch nicht vom Himmel gefallen sind, scheint es wohl alles zu passen. Wir vertrauen dem Autopiloten mal. Und ich übernehme dann später zur Landung. Die wird dann auch witzig mit den neuen Kontrollen. Ich freue mich sehr drauf und deshalb eben ist es gerade so spät. Ich bin generell jemand, der sehr gerne sehr spät aufnimmt. Was eigentlich nicht schlau ist, weil es ein schlechter Tagesrhythmus ist, aber ihr habt sicher gemerkt, meine Videos sind oft irgendwie sehr spät in der Nacht. Das ist nicht das beste Zeichen, aber es ist eben so, wie es ist. Mein Tagesrhythmus ist da oft sehr verschoben und ich schlafe nicht immer genug. Das ist eine sehr schlechte Eigenschaft, die ihr bitte nicht kopiert, liebe Fans, liebe Idolisierer, ne, die wir vorhin bereits besprochen haben. Bitte nicht das kopieren, ne, die schlechten Sachen bitte rauslassen, ne, das ist ganz wichtig. So, bitte nicht als Vorbild nehmen oder so, keine Ahnung. Nee, ihr wisst ja, wie ich das meine. Also ja, da hat man auch immer selbst noch Dinge, die man fixen möchte. Aber ich möchte eben vor allem auch mit dem Video hier und mit dem ganzen Talk so ein bisschen diesen Mythos zerstören, dass Leute, die da nicht drüber reden, oft irgendwie perfekt sind. Dass Leute, die irgendwie ja scheinbar gar keine Probleme haben, die sind einfach besser als alle anderen. Die können das irgendwie, die wissen mehr als du und ich. Weil ich weiß, dass ich auch oft daran kaputt gehe, zu denken, ey, warum habe ich eigentlich solche Probleme? Hat der Rest der Welt doch auch nicht. Warum komme ich damit nicht klar, aber alle anderen können das? Liegt oft daran, dass du gar nicht weißt, wie es anderen Leuten geht. Die haben meistens ihre eigenen Probleme, aber die reden da nicht drüber oder selten oder eben nicht mit euch. Das ist ja meistens eine sehr private Sache. Da hört man oft nicht viel von. Und wenn man dann eben nicht so aufwächst, dass man wirklich viel Privates immer teilt, ich war Einzelkind und so, dann kommt man auch nicht in den Genuss davon zu verstehen, dass wirklich alle Leute irgendwie so ihre kleinen Dämonen haben. Und dann wirkt jeder irgendwie perfekt und man selbst irgendwie so, oh boah, ich kriege ja gar nichts hin. Ich muss einfach faul sein und schlecht. Und das ist so eine Sache, die lässt dann halt sehr tiefe Spuren hinter sich her. Denn dann denkt man immer, dass man schlechter ist. Und das geht mir bis heute noch so. Ich denke immer, ich bin schlechter als alle anderen. Ich gehöre da eigentlich gar nicht hin. Das ist so ein bisschen das Problem mit dem Aufwachsen mit Autismus und ADHS. Weil einem eben einige Dinge schwerfallen und Probleme sich dann ergeben, die meisten gar nicht haben. Und so tun eben alle ihr Bestes und schaffen es auch meistens. Und man selbst hat große Schwierigkeiten. Und man denkt immer so, boah, die alle, die können das doch irgendwie. Ich bin doch eigentlich auch jetzt nicht schlecht in den ganzen Sachen, aber irgendwie, ich muss einfach schlecht sein. Ich muss aber faul sein. Na, ich bin vielleicht nicht blöd, aber ich bin faul. Und somit bekommt man immer das Gefühl, dass alle irgendwie dahin gehören, man selbst aber eigentlich nicht. Und wenn die das nur wüssten, würden sie es einem auch sagen. Und das ist quasi Imposter-Syndrom. Und das bekommt man sehr schnell in verschiedenen Weisen. Und eben auch so, dass man das Gefühl bekommt, dass alle ja perfekt sind. Alle sind gut, weil sie nie über ihre Probleme reden. Und gerade eben auch auf YouTube, man hat den Luxus, oder generell online, man hat den Luxus, sich so darzustellen, wie man möchte. Man kann das Bild von sich erstellen, das man möchte. Du hast alles im Griff. Du kannst deine Bilder, deine Posts, alles so machen, wie du es eben magst. Du hast dafür so viel Zeit, wie du willst. Ist auf YouTube ein bisschen greifbarer, weil es ja in Person ist, mit Gespräch, mit Video, im Livestream noch mehr. Da muss man ja dann wirklich sehr aufpassen, wenn man irgendwie eine Persona spielt, die auch so sein soll. Aber im Endeffekt ist es ja gar nichts Schlechtes, irgendwie so ein bisschen sich da verletzlich zu machen quasi. Obwohl es ja eigentlich gar nicht verletzlich ist. Es ist nichts Schlechtes. Ist gut. Aber man kann eben das sehr gut kontrollieren, wie man sich fühlt und wie man sich da gibt. Und
Das ist, finde ich, wichtig zu verstehen für alle, wenn ihr irgendwie halt eben das Gefühl bekommt, dass ja all diese Leute so unangreifbar sind, so perfekt sind. Und man selbst irgendwie, ja, puh, ich gehe da gar nichts auf die Reihe. Das liegt einfach daran, dass ihr eben das Schlechte meistens gar nicht seht. Die Struggles, die Hürden, die man überspringen muss oder vielleicht einfach gar nicht überspringen möchte oder dann einfach vermeidet. Man sieht das gar nicht. Und das möchte ich einfach versuchen, irgendwie zu zerstören, wenn ich kann. Dieses Gefühl. Es ist vollkommen okay. Auch möchte ich weiter noch betonen, eben nicht alles zu zeigen. Das ist eine sehr private Sache. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man eben sein Bild auf YouTube oder auf Twitter oder wo auch immer irgendwie so und so craftet, dass es eben so und so aussieht. Nicht jeder möchte jeden Tag irgendwie über seine Probleme reden. Das ist vollkommen normal. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Leute, die so perfekt wirken, die so dieses Bild machen der Perfektion, die irgendwie gar keine Schwierigkeiten haben, das ist normal. Die zeigen das halt nicht. Aber jeder hat Probleme und das ist okay. Denn jeder geht damit irgendwie anders um und wir alle schaffen das schon irgendwie. Das ist immer der wichtige Punkt. Man soll sich daran nicht selbst kaputt machen, sich mit anderen zu vergleichen, weil die geben euch ja nicht alles rüber. Und das nicht mal irgendwie aus Gemeinheit oder so, macht ja keiner, weil er irgendwie ein böser Mensch ist. Einfach, weil man es nicht tut. Ich könnte ja auch jede Folge sagen, boah, heute war ein blöder Tag. Mache ich aber nicht aus offensichtlichen Gründen. Trotzdem kann es dann so wirken, boah, Aquila hier, der macht ja jeden Tag ein Video, dem geht's ja richtig gut, der ist ja richtig performant. Wäre ich auch gerne, könnte ich nicht. Ja, aber ihr wisst halt nicht, was im Hintergrund passiert. Na klar, ich bin dann trotzdem auch mal gestresst und ich bin auch nicht perfekt. Also das ist einfach wichtig zu verstehen, dass auch wenn es so wirkt, Leute am Ende doch nicht perfekt sind. Und somit seid ihr da viel, viel gleicher, als ihr denkt. Also es ist wirklich okay und es gibt keinen Grund, sich daran kaputt zu machen. Es gibt keinen Grund, dann so das Gefühl zu bekommen, boah, ich bin viel weniger wert. Das haben wir alle so. Im Sinne von, dass wir alle Probleme haben. Viele reden nicht drüber und die Probleme sind unterschiedlich groß. Und da kommen wir alle schon irgendwie durch. Und am besten tun wir das, wenn wir drüber reden, miteinander, wenn wir uns Hilfe holen und quasi dadurch dann das gemeinsam anstemmen. Also es ist nie eine Schande, sich Hilfe zu holen mit Leuten, die ihr kennt. Ich bin immer für meine Friends da, wenn die mal eine Schulter brauchen, eine Stütze brauchen, weil ja, es ist mir einfach wichtig. Es ist mir einfach wichtig. Ich finde es übrigens schön, wie da auf dem Triebwerk immer steht, no step und no grab. Wir werden wirklich schrittweise entmündigt. Das ist schlimm. Schlimmer Trend. So. Genau. Dann, ja, ich wollte eigentlich noch viel reden. Meine Stimme ist gerade am so ein bisschen kollabieren, aber das ist ja vielleicht auch einfach mal gut, die mal auszureizen. Schön für Neujahr. Da kann man schön sich vorbereiten drauf. Werde ich auch im kleinen Kreis machen. Ich mache da immer nicht sehr viel, aber für mich ist es immer sehr wichtig, einfach da Familie zu haben, weil auch mit allen, ich sag mal, Differenzen oder verschiedenen Lebensentwürfen, irgendwie habe ich es immer gemocht, Familie. Auch wenn ich nie so connected war, es gibt so gewisse Momente im Jahr und im Leben, die einfach dann schön waren. Also das gemeinsame Weihnachten vielleicht, das gemeinsame Neujahr, das war irgendwie immer schön. Ich weiß nicht, da war ich immer sehr, sehr, ein sehr großer Fan von. Und wenn man dann da rauswächst, irgendwie ist es schade, ne? Das ist so ein bisschen auch ein sehr emotionaler Moment, wenn dann auch ein paar Leute nicht mehr da sind. Dann irgendwie, das tut dann schon so ein bisschen weh. Ne? Man merkt das gar nicht kommen. Und dann auf einmal fehlt es einem sehr. Und dann will man es wieder haben. Und an dem Punkt bin ich gerade. So ein Stück weit, zumindest teilweise. Und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Immer auf diese Tage, weil ich verweise, da bin ich mit Menschen zusammen, die mir sehr wichtig sind. Und das tut immer gut. Ist ein guter Recharge. Ne? Ist einfach eine schöne Zeit. Du bist sorglos gefühlt. Und auch da ist immer klar, da wird nicht jeder Teil von, leider. Das hat nicht jeder. Das war auch für mich immer nicht selbstverständlich, diese Momente. Und jetzt bin ich so froh, eben da zu sein, wo ich das habe. Und ja, das ist immer sehr wichtig. Ist immer sehr schön. So ein bisschen auch in Gedanken zu schwelgen und das zu genießen. Ne? Das ist immer sehr schön. Ich bin jemand, der schenkt sehr gerne. Und das freut mich immer sehr, wenn dann Weihnachten quasi die Geschenke auch dann richtig gut ankommen. Das ist immer so schön. Ich weiß nicht, ich liebe es mir quasi für sowas. Also ich bin da sonst gar nicht mal so gut drin, aber dann für quasi solche, also für die ganz, ganz besonderen Menschen im Leben, wenn man dann mal dazu kommt, auch finanziell, dann eben mal was zu schenken. Und wenn es dann mal ein Event gibt da eben für sowas, dann ist es immer sehr schön, sich darüber Gedanken zu machen, was könnte ich denn kaufen? Dann gehe ich immer irgendwo hin. Und guck mir einfach alles an, überleg so, was haben die so gesagt, was haben die so gesprochen dieses Jahr, ne? Was haben wir so für Themen gehabt, weil daraus kann man oft gut erkennen,
was gerade irgendwie im Argen ist. Gar nicht mal absichtlich, ne? Aber Leute reden einfach oft darüber so, hey, das war irgendwie jetzt da brauche ich mal dringend was Neues oder ist kaputt gegangen oder oh, ich liebe diesen Charakter, ich liebe diese Serie, diesen Cartoon. Und da kann man dann daraus dann oft sich was craften. Das heißt, ich überlege mir mal sehr, ich versuche mal sehr, mich daran zu erinnern, wenn Leute mit mir reden, was die gerade so bereden, was so deren richtig großen Interessen sind. Und dann daraus kann ich dann immer was finden. Das war ganz witzig. Und dann ist immer die Reaktion einfach preislos. Wenn dann ausgepackt wird, dann ist es ein richtig guter Treffer. Das ist immer schön. Da bin ich immer, ich liebe das einfach. Ich liebe es zu schenken quasi. Ich bekomme gar nicht so gerne Geschenke, weil ich sehr schlecht Danke sagen kann. Ich mache es gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich fühle mich immer so schlecht dabei. Also einfach, weil die Reaktion vielleicht nicht passt. Was sagt man denn eigentlich dann da so? Ne? Was kann man da sagen? Was kann man da machen? Wie kann man das schön formulieren? Aber ich liebe es, Geschenke zu geben. Ich liebe es, wenn dann Leute einfach sich freuen. Generell, meine Batterien laden sich sehr daran auf, wenn Leute sich freuen. Das war früher nicht so. Ich musste so soziale Empathie erst lernen. Aber heute ist es mir so wichtig, einfach zu sehen, wie Leute sich freuen. Und deshalb mag ich ja auch die Kommentare sehr gerne. Wenn ich Kommentare bekomme, so, hey, das Video war richtig cool, ich freue mich voll. Ach, da wird es einem warm. Ne? Weil oft kann man denken, ja, Kommentare hin und her. Aber nee, ich lese die alle. Und wenn dann, also wenn ich Zeit habe zumindest, und auch wenn ich oft nicht antworte, weil ich oft dann echt keine Zeit mehr habe, ich lese sie trotzdem, versuche sie auch zu faven. Und wenn ich dann sowas lese wie, oh, danke für das Video, ist richtig toll, das hat mir voll Spaß gemacht, dann denke ich mir so immer so, boah, cool. Das freut mich sehr. Jetzt bin ich glücklich. Das ist immer sehr schön, weil, ja, das hört man nicht oft und ich bin immer sehr froh, wenn ich Leute froh machen kann. So ein typischer People-Pleaser. Was nicht mal die beste Eigenschaft ist, weil das oft doch auch erlaubt, dass man irgendwie so sich ein bisschen überstrapaziert, wenn man zu viel macht. Das kann gerne mal passieren. Man ist auch sehr, ich sag mal, ausnutzbar. Ne? Man ist ein schlechter Neinsager gegenüber Leuten. Das kann auch mal schief gehen. Also ich möchte nicht unbedingt ein People-Pleaser sein. Zumindest nicht immer. Aber ich beziehe sehr viel Energie daraus, wenn Leute glücklich sind. Also ich liebe einfach Leute, die happy sind. So generell, wenn irgendwas Gutes passiert, erzählt mir das. Ich liebe das. Ich will es hören. Wenn irgendwas Tolles passiert ist, sagt es mir und ich bin stolz auf euch. Das ist immer so meine Devise an Leute, die ich kenne. Ich liebe einfach das, wenn was erzählt wird, was Gutes. Ich mag das sehr. Irgendwas Tolles und ich bin froh. Und wenn ich helfen kann, umso mehr. Das ist toll. Also, ja, ich weiß nicht. Da ziehe ich viel Freude draus. Und da kann man echt viel mitgewinnen. Auch einfach persönlicher Genugtuung quasi daran, dass Leuten es eben gut geht. Das ist immer sehr schön und ich bin froh, wenn ich da irgendwie helfen kann. Und deshalb mag ich wohl auch Geschenke so, die ich Leuten übergeben kann, weil ja, sie kommen von Herzen. Und da bin ich froh, wenn eben das dann zu einem Lächeln führt oder eben was auch immer für eine Reaktion da gezeigt wird, die eben positiv ist. Das ist schön. Und ja, YouTube gibt mir ein Lächeln und da freue ich mich auch sehr drüber, weil das einfach Spaß macht. Und jetzt bin ich hier, das Jahr ist fast vorbei und jetzt rede ich hier darüber, was ich hier so gemacht habe. Was ich vorhabe, habe ich noch gar nicht wirklich angeschnitten, also schon, wir haben Pläne. Ich bin kein großer Freund von so Neujahrsresolutionen, irgendwelchen Vorhabungen, Pläne, eine Liste zu machen. Ey, ich mache dieses Jahr, gehe ich jede Woche ins Fitnessstudio oder so, bin ich ja eh manchmal. Aber nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding, weil ich eh mich nicht dran halte. Ich bin sehr opportunistisch mit meinen Aktivitäten. Das ist immer abhängig davon, was ich gerade einfach machen möchte. Das heißt, das Gefühl irgendwie, da jetzt eine Liste zu machen, wird nicht passen. Ich habe einfach gewisse Pläne. Aber ich weiß auch, dass das nächste Jahr so voll wird mit Aktivität. So viel wird anstehen, große Änderungen kommen rein. Da werde ich eh viel zu tun haben. Und ganz ehrlich, wenn das alles gut klappt halbwegs, dann ist das Jahr 24 auch dann ein Erfolg gewesen. Wenn das irgendwie so bleibt wie dieses Jahr, plus wenn die ganzen Sachen irgendwie erfolgreich über den Tisch gehen, dann war das das wert. Dann war das ein gutes Jahr und dann war das ein Jahr, auf das wir stolz sein können und das wir gut gemacht haben. Und ich denke, da kann man sich auch generell gut dran messen. Ihr müsst nicht jedes Jahr den riesigen neuen großen Schritt gehen. Wenn es einfach so bleibt, wenn es gut ist, wenn es nicht runtergeht, dann war das ein Erfolg. Wenn ihr irgendwas gemacht habt, was ihr machen wolltet, irgendwas vorgenommen euch habt und das habt ihr gemacht, dann war es das gut. Wenn ihr irgendwas gemacht habt, was ihr euch nicht vorgenommen habt und ihr seid damit zufrieden, dann war das auch gut, weil ihr habt ja was gemacht.
Und somit ist es immer eigentlich, finde ich, egal, ob man sich irgendwie messen kann mit anderen Leuten, ob man irgendwie im Vergleich was Großes erreicht hat. Es kommt auf eure Vorstellung an. Weil am Ende seid ihr es niemandem schuldig. Menschen sind so unfassbar einzigartig. Wir haben alle unsere Leben und unsere eigenen Entwürfe davon, was wir eben so machen wollen und wer wir sind und was uns ausmacht. Das ist so unfassbar vielfältig. Und da ist es doch vollkommen wurscht, was da die andere Seite macht. Ob der jetzt cool ist oder nicht, ob der jetzt irgendwie so richtig tough ist. Nee, ist doch wurscht. Boah, der steht jeden Morgen um 4 Uhr auf und geht dann erstmal 15 Stunden ins Gym. Dann macht er noch 10 Stunden Arbeit und geht dann irgendwie für 3 Stunden schlafen. Wow. Ist doch egal. Ganz ehrlich, das ist mir vollkommen wurscht. Von daher mache ich mir ungern so richtig Listen zum Vergleichen, aber ich weiß nicht. Ich will einfach auf jeden Fall so ein bisschen auch die Konsistenz beibehalten auf YouTube. Das ist klar. Das ist mir wichtig, dass es eben weiter so funktioniert. Ich möchte ein bisschen gesünder werden bezüglich des vorhin angesprochenen man nimmt sich nie was vor Aspekts, dass ich eben sage, okay, ich bin beschäftigt wegen YouTube und dadurch komme ich zu selten mal aus dem Haus, wenn ich jetzt eben Freizeit habe, weil ich ja auch aufnehmen könnte. Das möchte ich mal ändern. Das wäre schön. Aber ich glaube, da werde ich eh so beschäftigt sein, dass ich da wenig Zeit für haben werde. Uiuiui. Schon mal ein guter Anfang, aber nächstes Jahr wird heftig. Da wird viel passieren, aber ich werde das YouTube-Pensum so beibehalten. Da bin ich mir sehr sicher, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ansonsten, ja, ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen, was ich noch so machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall einfach noch fester werden mit mir selbst. Also im Sinne von, ich möchte das festigen, da wo ich bin. Und auch die Person festigen, die ich bin. Dass das eben nicht mehr weggenommen werden kann. Dass das nicht mehr von mir selbst irgendwie zerstört werden kann, dass ich weiß, wo ich bin und dass ich hier eben Spaß habe und dass das genauso bleiben kann, das möchte ich noch weiter so ein bisschen einfach so weitermachen. Denn dann habe ich es, denke ich, auch geschafft. Dann haben wir das auf jeden Fall als Erfolg so verzeichnet und da wäre ich sehr froh, wenn das klappt. Weil klar, Dinge gehen weiter, es werden noch einige Dinge passieren, aber da, wo ich gerade bin, als Momentaufnahme bin ich echt zufrieden mit. Das heißt, das würde ich gerne so beibehalten. Wo sind wir eigentlich? Wir gehen mal ganz kurz ins Cockpit. Sekunde. Wir machen das mal zusammen schnell. So. Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier. Wir schauen mal ganz kurz. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Sekunde. Wir gucken mal zusammen. Hier, da sind wir jetzt gerade hier. Okay. Wir schauen mal ganz kurz. Da. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wo wir eigentlich sind. Wir sind nicht mehr so weit weg von Dingens. Wir sind irgendwo jetzt über, ich würde sagen, fast Frankreich, oder? Wir müssten jetzt so langsam hier an der Grenze sein. Irgendwo Frankreich, glaube ich. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Da kommen wir gerade hin. Wir könnten nochmal hier oben gucken, einfach schnell. Auf der Karte. Ich habe nämlich gar nicht aufgepasst. Ach, Deutschland, guck mal hier, wir sind über Deutschland. Wir sind über Deutschland und zwar sind wir gerade genau über Baden-Württemberg. Das tut mir leid für alle. Aber da sind wir gerade. Und da unten ist dann Frankreich und die Alpen. Okay. Wenn wir abfliegen so, können wir dann sogar auch sehen, theoretisch, wenn wir da hinkommen würden. Aber leider werde ich wahrscheinlich dann nicht die ganze Strecke aufnehmen können. Aber das ist bestimmt okay. So. Denn meine Stimme ist schon am Ende. Ob ich es bin, weiß ich gar nicht. Mit YouTube noch nicht und mit der Energie auch nicht. Das ist gut. Ich habe mir Spaß dran, auf jeden Fall. Sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Ganzen, was ich hier mache. Ich hoffe, ihr habt einfach Spaß auch an den Dingen, die ihr tut. Und ich hoffe, euch gefiel hier mal so ein bisschen auch einfach offen reden zu können. Das machen wir ja so selten. Ich wollte es aber immer machen, irgendwie diese Art von Kanal-Update. Aber es wirkt so ein bisschen zu krass, finde ich, oder fand ich immer für so ein ganz normales Kanal-Update so ein Video zu machen, weil das kommt ja dann irgendwie aus dem Nix und jetzt mit dem Neujahr habe ich quasi so ein Stück weit eine Entschuldigung gefunden. Das war so ein bisschen mehr mein Punkt, dass man so ein bisschen mal in Revue passieren lassen kann, all die Dinge des Jahres und so ein bisschen ausführen kann. Das war so mein Gedanke, weil ich denke, das erlaubt einem schon so ein bisschen auch
wohin zu gehen, wo man sonst nicht hingeht, weil auch in Videos kann man nur so und so viel machen. Und das da unten ist, glaube ich, der Bodensee. Da hinten, ne? Da hinten rechts. Das könnte zumindest sein. Und müsste eigentlich sein, ja, das sieht so aus wie er. Und ich bin froh, dass ich da sein darf, wo ich jetzt bin. Ich bin froh, dass ich die Art von Mensch geworden bin, die ich bin. Und ich bin froh, dass ihr mich da so nehmt. Das finde ich einfach, ist irgendwie wichtig, das mal zu sagen. Ich bin froh, dass ich so sein darf. Und das ist schön, weil am Ende sind wir alle irgendwie ein bisschen weird. Wir machen alle unser eigenes Ding. Und es mag sicher jemand komisch finden, dass ich jeden Tag Supremacy hochlade, aber you know what, ich habe Spaß daran. Und macht mir auch genauso Spaß. Ich will das gerne machen. Und viele haben das auch sehr gerne in ihrer Abo-Box dann und schauen sich das an und haben dann Bock darauf, das zu gucken. Das finde ich cool. Und was ich auch cool finde, ist, wie viele Leute übrigens auch aus dem Ausland hier mitschauen. Denn tatsächlich kommen in Anführungszeichen nur etwa so zwischen 85 und 90% meiner Views aus dem deutschsprachigen Raum. Also 80 kommen aus Deutschland, die anderen 10 kommen aus Österreich und der Schweiz und der Rest kommt von irgendwo. Ich finde es übrigens auch witzig, dass der größte Auslandsanteil dann außerhalb vom deutschsprachigen Raum ist in Italien, wo es ja auch deutschsprachige Gebiete gibt, klar. Aber vor allem auch, weil ich vermutlich einfach Aquila heiße, oder Aquila auf Italienisch, was ja Adler heißt. Ich nehme an, mein Account baitet quasi immer Leute aus Italien herein, weil das wirkt italienisch fürs Erste, auf den ersten Blick. Obwohl das gar nicht ist. Das tut mir sehr leid, liebe Italiener. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber ich mag den Namen einfach. Und von daher bleibt er. So sieht's aus. Aber genau, jetzt haben wir einfach mal eine Stunde, anderthalb gelabert. Mir gehen langsam auch die Themen aus. Ich denke, es ist viel gesagt. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ne? Diese Jahre sind immer nicht die einfachsten, aber dieses Jahr war für mich zumindest ein tolles. Und ich hoffe eben auch für euch. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass das nächste Jahr umso besser wird. Und ihr dann da die verdiente Pause bekommen, die Auszeit von den ganzen Problemen, denn die hat jeder verdient. Am besten niemals mehr Probleme. Das wäre schön, oder? Und ja, damit melde ich mich ab vom letzten Video des Jahres. Es geht dann wieder, wie immer, ganz gewohnt weiter. Ich habe noch nie einen Tag ausgelassen, morgen und so. Und ich werde noch landen. Und dann ist Neujahr. Und dann hoffe ich, dass ihr heute den Tag verbringen könnt, wie auch immer ihr es wollt, aber eben auf die Weise, auf die ihr es wollt. Ganz egal, wie oder wo oder mit wem. Ich hoffe einfach, ihr könnt den Tag, den Abend und das neue Jahr so verbringen, wie es für euch wichtig ist. Weil ich denke, das ist immer das Wichtigste. Es ist vollkommen egal, was jemand macht oder wie jemand was macht. Solange diese Person damit selbst zufrieden ist, ist doch cool. Ja? Tut er keinem was, ist er nicht schlecht für irgendjemanden. Und da muss man auch niemanden, finde ich mal ganz wichtig, niemanden an den eigenen Erwartungen dieser Hinsicht bemessen. Wenn es niemandem wehtut, wenn es für niemanden schlecht ist, dann kann doch jeder genau das machen, was er möchte. Vollkommen egal, was die Stereotypen sagen, was die Erwartungen sagen, was die Tradition sagt, ist auch vollkommen wurscht. Jeder kann doch genau das machen, das Leben nach seinem Entwurf leben, weil das ist doch das Beste. Wir haben nur eins und es ist doch schön, dann da einfach der Mensch sein zu können, der das macht, was er am liebsten mag. Und deshalb hoffe ich einfach, dass ihr heute das macht, was ihr am liebsten möchtet und nichts anderes, nur das und euch niemand da in den Kakao quakt, weil das wäre doch doof. Und damit melde ich mich ab und hoffe, ihr habt ein wunderschönes neues Jahr und hattet ein wunderschönes Jahr 2023. Ich werde mit freudigen Erinnerungen zurückschauen, denn das war ein gutes Jahr. Und ich hoffe mal, dass nächstes Jahr ich das Gleiche sagen kann. Denn da werde ich dann das Video wieder mir anschauen und hören, wie ich rede und über was ich rede und welche Themen ich anspreche und dann gucken, ob sich die Dinge so gehalten haben, ob die Ängste der Zukunft für nächstes Jahr, ob die sich bewahrheitet haben oder nicht, ob alles gut lief und dann können wir das Ganze nochmal machen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann im neuen Jahr in der nächsten Folge.